Sag bloß, dass du das verstehst, was du da machst. Mit Geduld und Tücke fange ich diese Mücke. Ich hab dir einen Kaffee gemacht. Das ist aber nicht stellen, dahin, den trinke ich dann später. Einen Abwasch habe ich auch gemacht. Das hätte es aber nicht gebraucht. Ich weiß, ich habe es aber trotzdem gern gemacht, weil ich jetzt annehme, dass ich einen Wunsch frei habe. Aha. Effi. Ich möchte gern fortgehen. Hoffentlich nicht für immer. Also jetzt lass das Bitchen alles liegen und steh und wir gehen ja irgendwo hier in den Englischen Garten oder nach Schwabing oder an die Isar wie früher. Ich kann jetzt nicht. Ich muss das unbedingt nur durcharbeiten. Es war doch ein Riesenglück, dass ich mir den hab leihen können. Und außerdem macht's mir Freude, dass ich inzwischen merke, dass ich das vielleicht doch pack. Ich hab schon gedacht, ich bin blöd. Das wäre das erste Mal, dass du was nicht packst. Wie meinst du denn das? Ich meine, dass du vor lauter Arbeit nicht mehr aus die Augen schauen kannst. Packst über die Kurse, dann musst du dich ums Haus kümmern und am Abend eher da. Und für uns bleibt überhaupt keine Zeit. Ja, aber dass das ganze Zeug kompliziert ist, das haben wir doch gewusst. Und was heißt, für uns bleibt überhaupt keine Zeit? Ich mach das Ganze doch nur, dass wir später mehr Zeit füreinander haben. Du in deinem Büro und ich in meinem Büro. Man könnte denken, du bist eifersüchtig. Ja, das bin ich ja, weil du dich mit dem mehr beschäftigst als mit mir. Okay, EDV, das ist schwierig, das wissen wir. Aber was bringt uns das, wenn das in totalen Stress ausartet? Und ich glaub, du freust dich, dass ich das mach. Raimund, ich lasse das. Was? Das EDV. Du musst nichts sagen. Ich hab dich schon verstanden. Sie brauchen gar nicht holen. Ich muss erstmal auf den Platz, da wird's ein bisschen länger dauern. Vierte! Dein Wagerl! Gott, Herr Frostmann, Entschuldigung, ich bin ein bisschen spät, aber Sie wissen ja, immer wenn man es eilig hat, dann ist jede auch blöd. Was soll ich nehmen? Erstmal werden wir nicht so gut. Und ganz, die ganze Zeit. Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Ja? Könnten Sie mir vielleicht helfen? Die Luke klemmt. Was geben? Die Luke klemmt. Ach, Sie sind es. Wie bitte? Was glauben Sie, wie oft ich schon vor diesem Boot gestanden bin? Wenn ich nächste Woche im Lotto gewonnen habe, dann kaufe ich mir dasselbe. Sie wollen sagen, das Gleiche, nicht wahr? Denn dieses können Sie nicht kaufen. Was ist? Ich habe gelernt, dasselbe und das Gleiche ist ein Unterschied. Sie sind Französin. Ich lebe seit einem Jahr in München und seit einem Jahr ich kämpfe mit ihrer Sprache. Offenbar mit Erfolg. Ich gebe mir Mühe, aber ich weiß, ich mache furchtbare Fälle. Ja, dafür haben Sie ja so ein tolles Boot. Ja, nicht ich, es gehört mein Mann. Ah, danke schön. Ja, wollte schon sagen, weil allein können Sie ja so ein Boot gar nicht bewegen. Ich weiß, aber ich kann allein sauber machen. Da hilft Ihnen Ihr Mann nicht dabei. Robert ist verreist, Karibik. Und Sie sind hier. Das kann sie mit meiner Frau nicht machen. Mein Mann muss arbeiten und da kann ich ihn nicht stören. Arbeiten in der Karibik, ja, das darf man mal schmecken. Das wäre was. Verstehen Sie was von schönen Mädchen? Wie bitte? Robert arbeitet nur mit schönen Mädchen. Es wird ja immer besser. Also wenn ich da an meine Arbeit denke, ich bin Schreinermeister, aber vielleicht sollte ich umsatteln. Robert ist Fotograf. Er macht Modefotos. Ah, Traumberuf. Ja, das glaubt man immer. Aber niemand weiß, wie viel Ärger er manchmal hat. Mit seinem Mädchen? Nein, mit seinem Layouter. Der wählt immer die falschen Bilder. Schlechte Bilder bringt er groß und schöne Bilder macht er Briefmarken. Und das muss er sich gefallen lassen, Ihr Mann.
Der Verlag ist in Hamburg und der kann nicht immer da sein. Wenn er von einer Reise zurückkommt, ist die Scheiße schon gedruckt. Sie sprechen wirklich sehr gut Deutsch. Weil ich diese Wort gesagt habe? Ah, entschuldigen Sie bitte. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Ja, warum nicht? Aber wenn Ihre Frau Golf spielt und Sie segeln, dann sind Sie doch nie am Wochenende zusammen. Ja, am Wochenende da trennen sich dann unsere Wege. Allerdings nur für ein paar Stunden, und das ist auch nicht tragisch, weil die Elfe, die ist ganz gerne ein bisschen unter Leute und ich bin ganz gerne ein bisschen allein. Wissen Sie, ich habe die ganze Woche über so viel um die Ohren, da bin ich froh, wenn ich mehr Ruhe habe. Sie haben gesagt, Sie sind Schreinermeister. Ich habe nicht gewusst, dass man als Schreinermeister... Ich habe gedacht, man sitzt alleine in seiner Werkstatt und macht Möbel. Das war einmal. Inzwischen habe ich Karriere gemacht. Jetzt sitze ich in einem Büro, bin Manager von einer Fensterfabrik. Aber Sie wollen Ruhe und jetzt reden wir schon seit einer Stunde. Nein, nein, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Außerdem weiß ich ja endlich, wem dieses tolle Boot gehört. Aber das tut mir leid. Ich kann Sie leider nicht einladen, damit zu fahren, weil ich nicht weiß, wie man es bedient. Vielleicht nächste Woche oder wenn Ihr Mann da ist? Ja, vielleicht, ja. Ich heiße übrigens Sommer, Raimund Sommer. Ich heiße Nadine. Ah, Martin, hab ich auch schon besser hinkriegt. Wieso? Der ist doch am Vorgrün. Ja. Ich glaube, mein Mann ist noch gar nicht da. Da können wir noch neun länger spielen, hä? Ja. Am zweiten habe ich um ein Haar ein Paar gemacht. Und dann im dritten war ich mit fünf im Bunker und dann habe ich immerhin noch die acht geschafft. Mit fünf im Bunker und dann noch die acht? Danke. Danke. Sag mal, machst du dich über mich lustig? Das würde ich nie wagen. Mit wem hast du gespielt? Wir waren eine recht nette Partie. Lauter Damen im mittleren Alter. Die waren sehr geduldig und sehr nett zu mir, aber ich habe mich so wahnsinnig über mein Spiel geärgert. Siehst du das? Ich habe mich nicht geärgert. Ach so, ja. Wie war es denn eigentlich bei dir? Ich habe auch eine Dame kennengelernt, aber die ist noch nicht im mittleren Alter. Mach Sachen. Nadine, Französin. Ihr Mann ist Deutscher. Dem gehört das tolle Boot, das mir sogar gefällt. Und Sie? Was meinst du? Ich meine, fällt sie dir auch so gut? Also, man könnte nicht sagen, dass sie schier war. Du, gell? Mach ja keinen Ärger. Ich glaube, ich fahre das nächste Mal doch lieber wieder mit. Das wäre vielleicht kein Fehler. Mhm. Ein Zerl! Ja? Wo ist der Sommer? Der sind die alle zwei hier seine. Aber auch mehr in der Werkstatt als im Büro. Ja, ich wollte mir bloß die Sommelstücke holen. Ich muss mit Ihnen reden. Ja? Es geht um die Fenstersteck für Kuwait. Ja, ich bin ja mit der Renate die Kalkulation einmal durchgegangen. Ah, dann frage ich mich, was Sie sich bei der Position Remisch 4 vorgestellt haben. Wollen Sie mich ruinieren? Ja, im Gegenteil. Ja, deswegen habe ich ja so kalkuliert, dass uns bei Remisch 4 noch was bleibt. Aber wenn wir bei Remisch 4 noch was bleiben sollen, dann müssen Sie doch mindestens 2% draufschlagen. Aber Herr Seidel. Mindestens. Die Kuwait sind doch keine Deppen, die haben doch jede Menge Vergleichsangebote. Die wissen doch ganz genau. Aber die Kuwait sind oriental. Und ein Orientale will handeln. Wenn der was zum Streichen findet, dann freut er sich. Und wir haben die Chance, dass der den wirklich dicken Hund und der... Römisch 9? Und der Römisch 9 glatt übersieht, so ist der nämlich. Wer ist der? Der hat einen unaussprechlichen Namen, er kommt heute nach München. Ich möchte, dass Sie ihn zum Essen führen. Anschließend gehen Sie mit ihm die Kalkulation durch. Die wird ihm natürlich zu hoch sein. Und wenn Sie ihm dann bei Römisch 4 ein bisschen entgegenkommen, hat der Mann die größte Freude. An der Kasse liegen 1.000 Mark Spesengeld. 1.000 Mark? Ja. Haben Sie im Lotto gewonnen? Na, aber Sie müssen den Mann doch gescheit ausführen. Anschließend mache ich dann den Abschluss. Ja, gingen Sie nicht mit, Herr Dumpt? Nein, nein, das wäre ganz unklug. Sie sollen den Mann ein bisschen aushorchen
und mich dann informieren. Ich werde mir dann für morgen die entsprechende Taktik zurechtlegen. Ja, vielleicht wäre es auch noch ganz gut, wenn Sie Ihre Frau mitnehmen. Meine Frau? Ja, Ihre Frau schafft eine angenehme Atmosphäre. Die kann das, die hat Charme, ganz im Gegensatz zu mir. Was ich Sie fragen wollte, ja? Wie geht's jetzt mit Ihnen und dem Herrn Lehner? Schlecht. Das habe ich fast befürchtet. Von einem Jüngeren lasst er sich nichts sagen. Naja, im Moment gibt's keine Reibungspunkte, weil er hat nämlich eine Sehnenscheidenentzündung. Ja, das weiß ich gar nicht. Da muss ich direkt mal besuchen. Ja, bei der Gelegenheit könnte man da rausfinden, ob das wirklich eine Entzündung ist. Wie meinen Sie das? Naja, er hat zwar einen Test geschickt, aber also ich werde das Gefühl nicht los, es kommt ihm gerade recht. Dass der jetzt ausfällt. Wir wissen hinten und vorne, wie wir fertig werden sollen. Und dann noch das in Paris. Soll ich das halten vielleicht? Das wäre nett, danke. Sie meinen das Rollstübel, gell? Ja, Rollstübel ist gut. Das sind 400 Plätze. Und nächste Woche soll der Einbau beginnen. Bräuchte einen Zwillingsbruder. Und dann einen Priester. Sommer? Elfelein, grüß dich. Ich wollte nur mal fragen, wie schaut's denn aus? Kommt er voran? Ja, das ist ein bisschen blöd, weißt du, weil ich kann ihm heute nicht helfen. Na, der Chef hat einen Auftrag für mich, jetzt muss ich einen Kunden ausführen. Und du sollst mitgehen. Das geht heute wirklich schlecht. Hast du gesagt, Kuwait? Für den in den Geschmack bin ich doch sowieso viel zu dünn. Ja, dann musst du ja noch umziehen. Dann schau halt, dass es nicht zu spät wird. Ich warte dann hier auf dich, ja? Ja, gut, ja, vierte, passe. Störe ich? Immer. Was gibt's denn? Ich habe eine Frage. Hätten Sie sowas wie ein kleines Schwarzes? Also. Klein ist bei mir überhaupt nichts. Ich habe 48. Worum geht's? Ich bräuchte jemanden, der heute Abend mit mir zum Essen geht. Aha. Na, vielleicht fragst du mal eine Frau. Die kann leider nicht. Weil wir bauen bei mir im Haus eine neue Sitzecke ein und das macht der Kollege von mir nach Feierabend und da muss jemand da sein. Da meine Frau sympathisch ist, schlage ich vor, dass morgen mit dir ausgehen. Ja, morgen ist sie ja nicht mehr da. Wer? Der Aschlachan. Der Architekt, der in Kuwait das Verwaltungsgebäude baut, wo wir uns um die Fenster beworben haben. Und jetzt möchte der Chef, dass wir groß ausführen, die Elfi und ich, aber wie gesagt, sie hat keine Zeit. Und da soll ich jetzt mit? Mhm. Wir haben doch miteinander die Kalkulation gemacht. Und wenn dann die Rede aufs Geschäftliche kommt, dann... Außerdem haben wir 1000 Mark Spesengeld. Was? Geh, sag das noch einmal. 1000 Mark wird ausgespuckt. Gehen wir schön Abendessen? Und dann gehen wir vielleicht in eine Bar und so weiter. Und bei und so weiter denken Sie jetzt an mich? Auf seine Kosten gut essen gehen, ist das nix. 1000 Mark. Aber wenn ihr mal Gehalt sagen will, dann... Ja, mei. Also, was ist? Sehr gut. Sonst sind Sie derzeit recht? Ja, wunderbar. Hier hatte ich gesagt, Sie sich. So sieht er wenigstens ein bisschen was von München. Herr Aschlachan lässt sich übrigens entschuldigen. Er muss noch telefonieren. Dürfte ich den Herrschaften in der Zwischenzeit einen Aperitif vorschlagen? Wenn der in Gress sein Haar im Rot, das Telefon kommt dauern. Ich kriege ein Milchschick, bitte. Mit rum. Sehr gern. Und Sie? Ja, was nehme ich denn? Was meinen Sie, dass er trinkt? Alkohol. Haben Sie heute zufällig Kamelmilch? Wie bitte? Haben Sie ein Weißbier? Ja, selbstverständlich. Also dann krieg ich ein Weißbier und die Speisekarte. Sofort. Wir haben übrigens heute frische Trüffeln bekommen. Die stehen allerdings nicht auf der Speisekarte. Es wäre der Kurze, weil ich vor kurzem habe mal gelesen, was ein Kilo Trüffel kostet. Sehr wohl. So, die muss ich jetzt einmal drauflegen. Die habe ich vielleicht selber gemacht, gell? Ach, Respekt. Das Haus war so teuer, dass ich das, was ich kann, mache ich selber. Das war ein bisschen schief von, aber das sieht man nur, wenn man ganz genau hinschaut. So schaut doch gut aus. Mhm. Jetzt kommt er, wo wir fast fertig sind.
Ja, Almut. Ja, die Tür war auf und ich wollte eigentlich den Heinzi abholen, wenn er fertig ist. Wir sind gleich fertig. Komm uns doch rein. Dann mach ich zu. Mhm. Na? Es ist stark. Grüß dich, Schatz. Ich hab's gleich, gell? So was hätte mir auch gefallen. Ja, die Pläne kannst du haben. Die Pläne nutzen mir dann nix. Außerdem hätte ich keinen Platz für sowas. Möchten Sie noch ein Bier? Nein, vielen Dank, aber wenn ich einen Kaffee haben könnte. Mach ich. Was ist es? Kriege ich keinen Bussi? Nicht während der Arbeitszeit. Das habe ich dir schon oft gesagt. Du hast seit 4 Stunden Feierabend. Ja, das ist richtig. Also komm. Jetzt schau halt, dass du fertig wärst. Ich helfe dir beim Kaffee machen. Kann ich was helfen? Nein, danke. Weil es ist ja schon schön, so ein eigenes Haus. Das ist kein eigenes Haus. Das haben wir nur gemietet. Ja, trotzdem. Und vielleicht haben sie auch einmal eins. Wie meinen sie das? Ich habe doch Augen im Kopf. Ich meine, ich und der Heinzi. Ne? Gehen schon seit einem Vierteljahr miteinander. Aber Werngrund ist nie was. Und warum nicht? Ja, der Altersunterschied. Der Heinzi, der ist doch viel zu jung für mich. Geh. Meine Mutter war 6 Jahre älter. Und die haben das geführt, was man eine glückliche Ehe nennt. Ja, das kann schon sein, das war damals. Aber heutzutage bei dem Überangebot. Und außerdem möchte ich richtig heiraten. Ja, und? Ich glaube, für den Heinzi, da kommt nur eine bayerische Hochzeit in Frage. In Tracht? Na, das ist, wenn was unterwegs ist. Wenn klar ist, dass die Frau fruchtbar ist. Aber darauf anlegen möchte ich das auf keinen Fall. Das tät ich auch nicht. Herr Sommer? Ja? Assel Rachan. Es tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat, aber ich hatte noch zu arbeiten. Es macht doch nichts. Wenn Sie bitte hier Platz nehmen würden, darf ich vorstellen, das ist eine Mitarbeiterin von uns. Ich bin die Renate. Ich bin der Willi. Willi? Ich habe in Deutschland studiert, aber da meine richtigen Namen niemand aussprechen konnte, da haben Sie mich Willi genannt. Ja, man scheint ganz anders vorgestellt. Ich bin kein Kuwaiti. Ich arbeite da als Gastarbeiter. Ach so. Renate? Hm? Renate, glauben Sie, ich könnte Sie mit ihm allein lassen? Sie wollen schon gehen? Ja, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, vielleicht kann ich doch was helfen zu Hause. Ich habe ihm doch erzählt, dass ich einen Einbau kriege. Außerdem solchen Chef anrufen, weil er wissen möchte, wie das Gespräch verlaufen ist. Also meinetwegen müssen Sie nicht bleiben, denn der tut mir nichts. Höchstens ich ihm. Was? Renate? Machst du mal bloß kein Blödsinn, gell? Keine Angst. Ich lande schon in keinem Zelt. Aber tanzen wird man wohl noch dürfen, oder? Billige. Ach, Herr Aschlachan. Herr Aschlachan, ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Sie jetzt mit der Renate alleine lasse, weil meiner Frau geht's nicht besonders gut und ich muss vielleicht nur in der Apotheke vorbeischauen. Das tut mir aber leid. Aber natürlich, bitte gehen Sie. Es war ein wunderschöner Abend. Ja. Vielen Dank. Danke auch. Für Gott. Und wir sehen uns ja vielleicht morgen. Wiedersehen. Falls Sie sich nicht um Ihre Frau kümmern müssen. Was? Schönen Gruß und baldige Besserung. Also, ja, ich werde es ausrichten. Ja, also. Übrigens, was ich Sie fragen wollte, Renate. Ja? Sie arbeiten bei Robeck an der Datenverarbeitung, stimmt das? Nur wenn ich nicht mit Kunden zum Abendessen gehen muss. Arbeiten Sie mit Datenbanksystemen, mit DFÜ, mit DOS oder MVS? Oder arbeiten Sie mit kleineren Systemen? Raimund! Ja? Bist du endlich da? Ich wollte schon gerade heimfahren. Ich habe nur in die Apotheke müssen. Geht's dir nicht gut? Ihr schon, aber dir? Wieso mir? Na, dir geht's nicht gut, das war doch meine Ausrede. Sonst hätte ich mich überhaupt nicht mehr losreißen können. Na, was sagst? Aha, das schau her. Die Vorhänge sind ja auch schon fertig, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du, gell. Wie lange hat er jetzt dazu gebraucht?
Um 10 ist er gegangen. Die Almut hat ihn abgeholt. Das so, die Almut. Was ist denn deine Meinung? Glaubst du, dass das was wird mit den zwei? Also, wenn es nach ihr geht, schon, aber ich weiß nicht, ob er so recht zählt. Weißt du eigentlich, was eine bayerische Hochzeit ist? Nein, aber ich weiß, was eine bayerische Brotzeit ist. In Zukunft stehe ich allerdings mehr auf Trüffel. Habt ihr Trüffel gegessen? Ja. Und ich bin neugierig, ob der Seidel das überlebt. Grüß Gott, Herr Lena. Ah, Frau Sommer. Haben Sie gar keine Glocken? Ah, eine Glocken heute für überflüssig. Ich muss doch mal nach Ihnen schauen. Das ist nett von Ihnen. Der Wagner hat mir gesagt, dass Sie krank sind. So, der Herr Wagner. Ja, der hat gestern unsere Essecken eingebaut. Ich muss sagen, die ist schön geworden. Ja, die hätte ich noch am liebsten selber gemacht. Aber leider. Sehnenscheidenentzündung. Ist das sehr schmerzhaft? Ja, es gibt Dinge, die schmerzhafter sind. Ich weiß. Na, na, die Politik zum Beispiel. Na ja, was heutzutage alles in der Zeitung steht, da freut dann fast gar nichts mehr. Da freut sie vielleicht das. Chambertin, Premier Cru, habe ich Ihnen mitgebracht. Das ist. Die kostet ja Vermögen. Die werde ich jetzt ausschließlich auf Ihr Wohl trinken. Dankeschön. Bitteschön. Wollen Sie nicht reinkommen? Ich wollte eigentlich zuerst Ihren Garten anschauen. Wir haben doch jetzt auch einen. Mei, das macht vielleicht auch Arbeit. Hey. Ja. Blumen. Das ist mein Hobby. Ein schreckliches Wort. Aber Leidenschaft kann man ja nicht gut sagen. Da verstehe ich was anderes drunter. Wir sind doch auch ein leidenschaftlicher Spaziergänger. Stimmt's? Jedenfalls hat mir das der Raimund gesagt. Ja. In der Hauptsache auf Friedhöfen. Und das hat unter anderem auch wieder was mit Blumen zu tun. Die Leute geben ein Vermögen aus für Blumen. Dann bringen sie es hin und dann gehen sie wieder weg. Aber ich freue mich dran. Fast jeden Tag. Und wie ist es jetzt mit Ihrem Arm? Was sagt denn der Arzt? Oh, ruhig halten, Bestrahlungen, Geduld haben. Ich habe einen Bekannten, bei dem ist es rein nervös. Bei mir nicht. Und falls Sie das wissen wollen, ich bin kein Simulant. Aber Herr Lena, wie kommen Sie denn da drauf? Nicht ich, aber der Wagner. Der Wagner glaubt nämlich, ich simuliere und lasse ihn hängen bei der Arbeit. Aber was der Wagner denkt, ist mir wurscht. Wichtig ist mir, was Sie denken und Ihr Mann. Der Raimund würde nie auf die Idee kommen. Außerdem, wie lange kennt ihr zwei euch schon, ha? Dann ist's ja gut. Blöd ist nur, dass das Ganze jetzt passiert ist. Ich meine, der Raimund hat mir von Paris erzählt. Der Raimund oder der Wagner? Der Raimund. Wissen Sie, dass es in Paris sogar einen Hundefriedhof geben soll? Da stehen dann wahrscheinlich mehr Blumen drauf als auf die normalen Gräber. Aber jetzt erzählen Sie mal was von Ihnen. Was macht denn die Volkshochschule? Nix. Ich hab's Handtuch geschmissen. Aber das ist doch gar nicht Ihre Art. Ich hab feststellen müssen, dass ich entweder zu alt oder zu blöd für sowas bin. Erkenne dich selbst. Das hat schon mein Vater gesagt. Außerdem habe ich jetzt eine Menge mit dem Haus zu tun. Sie müssen mal kommen, wenn's fertig ist. Und Raimund? Was ist mit Raimund? Macht ihm das Spaß bei Rubecca? Ist er da glücklich? Naja, Ärger gibt's überall. Aber er kann halt eine Menge lernen, hat überall Einblick. Das ist schön. Wieder da. Frau Wacker, war irgendwas, während ich nicht da war? Ja, der Chef hat schon zweimal nach mir gefragt. Sie sollen da rauskommen. Kann man schon denken, was ich will.
unser Projekt in Kuwait. Frau Walker, falls Sie es noch nicht wissen sollten, wir sind eine Weltfirma. Sie haben nach mir gefragt. Ah, der Herr Sommer. Zwar gerade in Neuperlach, es schaut recht gut aus. Also wir werden den Termin bestimmt halten können. Und wie war es heute früh mit dem Arschlach an? Ja, die Sache ist gelaufen. Nächste Woche schickt er einen Vertrag. Gratuliere, dann hat sich Ihre Einladung also rentiert. Ja, die Rechnung ist aufgegangen. Obwohl ich in meinem Leben noch keine solche Spesenabrechnung gesehen habe. Wahnsinn. Wir sollten ihn gescheit einladen. Das waren Ihre Worte. Sehr witzig. Wie geht's Ihrer charmanten Frau? Danke, gut. Das freut mich. Weil gestern ist ja nicht so gut gegangen. Gestern? Ja, gestern warst du doch so krank, dass nicht einmal zum Essen hab mitgehen können. Ach so, ja. Ja, und da haben Sie schlauerweise die Renate mitgenommen. Ja. Ja, das war wirklich ein Glücksfall. Weil wenn wir nachher auf die Kalkulation gekommen sind, also da hat die dem Aschlachan in jeder Position nachweisen können. Also wirklich ganz große Klasse. Ja, das Ergebnis haben Sie ja gesehen. Ja, die Sache hat leider noch ein anderes Ergebnis gehabt. Was heißt das? Ja, Sie haben früher weggehen müssen, weil Ihre Frau so krank war. Da haben die zwei natürlich weitergetalkt. Mit dem Ergebnis, dass sie nach Kuwait geht. Nach Kuwait? Ja, nach Kuwait. Der Typ hat ihr ein Angebot gemacht. Ja, jetzt möchte sie... Das können wir mal nicht vorstellen. Obwohl, das schaut ja ganz gut aus. Aber der hat ihr ein geschäftliches Angebot gemacht als Systemprogrammierer. Zu einem aberwitzigen Honorar. Also wenn die Frau geht, das ist mein Niedergang. Also erstens glaube ich nicht, dass die das macht. Selbst wenn, Herr Seidel, Sie finden doch da bestimmt... Aber zu welchen Bedingungen? Das tragt die Firma doch nicht. Mein Lieber, das war wirklich eine brillante Idee mit der Renate. Vielen Dank. Es tut mir jetzt leid. Was soll man? Ja? Da wäre noch was. Da war vorher ein Anruf für Sie, der ist zufällig bei mir gelandet. Es geht da um Fenster für ein neues Klinikum. Um was für ein Klinikum, habe ich gesagt. Aber dann hat man mich aufgeklärt. Ich muss Ihnen da eine Erklärung geben, Herr Seidel. Na, Sie müssen mir gar nichts erklären. Die Sache ist klar. Sie bauen eine Fensterfabrik und im nächsten Jahr machen Sie mir Konkurrenz. Und bis es soweit ist, wollen Sie bei mir spionieren. Wissen Sie schon das Neueste? Ja, Sie gehen ja nach Kuwait. Meinen Sie, ich bin blöd? Aber der Seidel hat mir doch gerade erzählt... Dass der Aschlachan mir ein Angebot gemacht hat. Aber ich denke doch nicht im Traum daran, dass ich mich auf irgendwelche Scheiche einlasse. Ach so. Dem Seidel habe ich natürlich gesagt, dass ich gehe. Und wenn er mich halten will, dann muss er mir die 400 drauflegen, um die ich schon seit 2 Jahren kämpfe. Sie werden sehen, das funktioniert und das verdanke ich dann alles Ihnen. Ich werde hier gar nichts mehr sehen. Was heißt das? Bin nämlich gefeuert. Ja, jetzt? Nix jetzt. Ich hab meine Zeit gepackt und bin gegangen. Aber gelernt habe ich trotzdem was. Sowieso immer ein schlechtes Gefühl gehabt. Vor allem seitdem ich gemerkt habe, dass ich mich richtig aufbauen möchte fürs Geschäft. Der Seidel? Das ist ja ganz was Neues. Ja. Und jetzt fühlt er sich betrogen. Menschlich enttäuscht. So hat er sich jedenfalls ausgedrückt. Naja, du weißt, für was das gut ist. Jetzt seid ihr nach Paris fast, oder? Jetzt lass mich bitte mit Paris im Frieden. Ich hab eh genügend Zeug am Hals. Das Haus, Seidel, Lena ist krank. Und Lena habe ich übrigens gesagt, ich soll einen schönen Gruß sagen. Danke. Aber was ist jetzt mit Paris? Das ist doch eine gute Idee. Willst du loswerden oder was? Oder magst du mitfahren oder was? Ja, schlecht wär's nicht, aber ich hab die Handwerker. Aber wenn ich mit dem Umzug fertig bin, zur Belohnung, wäre das nix. Du vergisst, dass dein Mann arbeitslos ist und deswegen geh jetzt segeln. Was? Mitten in der Woche? Mitten in der Woche, an einem ganz normalen Arbeitstag. Das ist nämlich ein Luxus, den habe ich mir nie leisten können. Ja, ich hab gedacht, ich helfe mir ein bisschen. Bei was? Na da, Steine aufsammeln. Elfi, ich konnte nicht gleichzeitig segeln und Steine aufsammeln.
Die haben ja ein Leben mitten unter der Woche. Beim ganz normalen Arbeitstag. Na, Sommer. Ah, sehr, ja. Sie haben sich ja meinen Namen gemerkt. Sommer ist leicht. Ein komplizierter Name hätte ich sicher vergessen. Zum Beispiel Asralach Khan. Ach, Asch. Ach. Ach. Asralach Khan ist doch ganz einfach. Türen für Kuwait. Ich verstehe nicht. Das ist der Mann, der schuld ist, dass ich jetzt hier bin. Das heißt eigentlich, weil ich ja nach Nordperlach gemusst habe, aber. Ich verstehe gar nicht. Und warum sind Sie hier? Mitten in der Woche? Ich genieße den Tag. Perfekt. Ja, Wohnung ist sauber, in der Stadt die Luft ist schlecht und hier ich kann in Ruhe lesen. Wenn man bedenkt, was sonst oft hier los ist. Am Freitag wird es ja zugehen. Was ist Freitag? Haben Sie den Anschlag nicht gesehen? Was für Anschlag? Großes Sommerfest, Grillparty mit Tanz, Musik. Hoffentlich regnet es nicht wie letztes Jahr. Dann waren wir bis auf die Haut nass. ja, da Sie ja nicht alleine segeln können, ich fahre jetzt raus. Wollen Sie mitsegeln oder wollen Sie lieber lesen? Warten Sie, Kunde. Frau Sommer? Herr Seidel, grüß Gott. Ist Ihr Mann da? Der Raimund ist nicht da, ne? Was geht's denn? Der Ferreikomper. Ja, sicher. Ich wollte mir ja immer schon Ihr Haus anschauen. Sie wissen doch, dass ich neugierig bin. Ja. Knollbegonien. Was? Da gehören nur Knollbegonien her. Ja, wieso? Sind billiger. Warum jetzt billiger? Na, bei Knollenbegonien haben sie im nächsten Jahr wieder Knollen. Das war nicht, hab ich gar nicht gewusst. Das ist natürlich alles noch nicht fertig, aber schon langsam wird es schon. Und die Sitzecken da, die haben wir gestern gekriegt. Ja. War Ihr Mann schon zu Hause heute, tagsüber? Ja. Und hat er erzählt, was war? Sie haben ihn ausgeschmissen. Vorübergehend. Was? Ich habe ihn vorübergehend ausgeschmissen. Was heißt vorübergehend? Nur vorübergehend. Ich bin eben ein Mensch, der es einsehen kann, wenn er einen Fehler gemacht hat. Und das war der Fall in diesem Fall. Ihr Mann hat auch einen Fehler gemacht, aber der wird das wahrscheinlich nie einsehen. Sie wollen also sagen, dass der Raimund bei Rubeka weitermachen soll? Ja. Weil Sie eingesehen haben, dass Sie ihn brauchen? Dass Sie charmant sind, habe ich schon gewusst, aber dass Sie außerdem gescheit sind. Gell? Ja, ich bin mir natürlich völlig im Klaren darüber, dass der eine Übergangslösung ist und dass ich mich nach einem Ersatzmann umschauen muss. Sie meinen also, nach all dem, was war... Na, was war? No. Na, ich bin vielleicht ein bisschen jähzornig manchmal. Eine weitere schlechte Eigenschaft von mir. Geizig, neugierig und jähzornig. Mein Lieber, da kommt ganz schön viel zusammen. Dafür kann ich aber auch unwahrscheinlich großzügig sein. No. Ich habe heute zum Beispiel einer Mitarbeiterin freiwillig das Gehalt erhöhen müssen. Der Renate? Meine Mutter hat zu mir immer gesagt, Bub, du musst einmal sehr aufpassen. Du bist so gut für diese Welt. Er sprach mich an und sagte, Sie sind genau der Typ, den ich suche. Ich habe gelernt und gedacht, er sucht nur, wie sagt man? Eine Hasen. Ja, eine Hasen. Aber dann habe ich gemerkt, er ist wirklich Fotograf. Und ein sehr guter Fotograf. Aber unsere Bilder sind sehr schlecht geworden. Außerdem, ich habe keine schönen Hände. Wie Robert hat immer gesagt, du hast Wurstfinger. Okay. Aber immer, wenn er nach Paris kam, hat er telefoniert. Paris? Ja. Ein Jahr später, wir haben geheiratet und dann bin ich nach München gekommen. Nächste Woche muss ich vielleicht auch nach Paris. Urlaub? Aber nein, Sie würden nicht sagen, ich muss. Das ist richtig. Nein, ich muss beruflich nach Paris. Kennen Sie Paris? Na, überhaupt nicht. Sie werden sehen, Paris ist wunderschön. Paris, ich habe so viele Freunde. Und hier? Hier? Ja, haben Sie hier auch Freunde?
Ich könnte mir ja vorstellen, dass das doch nicht so einfach ist in einem fremden Land. Obwohl, Sie sprechen die Sprache ja wirklich, also. Hier, ich habe nur Robert. Er ist immer weg. Nadine. Ja. Morgen soll ich wieder für ihn arbeiten. Ja, der Seidel braucht dich. Und bis er Ersatz gefunden hat. Und dann habe ich ihm gleich gesagt, dass du nächste Woche nach Paris musst. Wieso muss ich? Ja, erstens einmal soll der Seidel ruhig wissen, dass du auch noch was anderes zu tun hast. Und dann ist es schließlich deine Werkstatt. Und du kannst ja den Heinz jetzt nicht hängen lassen. Ich kann doch kein Wort Französisch, außer Bonjour und Beaujolais. Da wird sich schon jemand finden, der da übersetzt. Du solltest den Lena mitnehmen. Ja, nach Paris? Er kann ja noch weniger Französisch wie ich. Ich denke, er spricht in Zentimetern. Der Seidel hat gesagt, er kann dich höchstens eine Woche entbehren. Und der Einbau dauert bestimmt länger. Ich denke, der Lena ist krank. Aber doch nicht im Kopf. Also, ich soll mit nach Paris? Die Elfi hat das vorgeschlagen. Ich habe mir zuerst gedacht, wenn ich mir so richtig überlege. Meine weiteste Reise war bis nach Stuttgart. Wo mir die Maschinen angeschaut haben, sie und ich. Ja, also, dann wird es nächste Zeit, dass ich mal rauskomme. Ich war auch noch nie in Paris. Ob sie jetzt da herumsitzen oder in Paris? Herumsitzen ist gut. Schauen Sie. Das da. Das ist mein Pensum für die Woche. Hab schon gesehen. Das ist ein richtiger Bücherwurm. Wurm ist gut. Wir sind alle Würmer. Zum Glück merken es die meisten nicht. Sie sind ja ein Philosoph. Der Sartre, der hat ein Buch geschrieben, wo wir schon von Paris reden. Die Wege der Freiheit. Wo er zeigt, dass der Mensch, der zufällig in eine zufällige Welt gestoßen ist, in der alles lichtlos ist, dass dieser Mensch dadurch die Chance hat, in seine Freiheit zu kommen, dass er sich zu einem Tun entschließt. Oder zum Verzicht auf jedes Tun. Also, da komme ich jetzt nicht ganz mit. Aber ich komme mit. Nach Paris. Aber nicht, um dem Wagner zu helfen, sondern ihretwegen. Danke. Sagen Sie mal, Sie haben Sartre gelesen? Das sind ja Abgründe. Ja. Abgründe. Nächste Woche. Also im Moment. Kunja, das ist also nicht so frei. Die habe ich hier ja noch nie gesehen. Ja, von der hat er doch erzählt. Das ist die Französin, die Nadine. Magst du einen Schluck trinken? Ja, gerne. Alle achten. Das ist ja direkt eine Errungenschaft für den Club. Die schaut aber süß aus. Ja. Soll ich euch bekannt machen? Ja, freilich. Man muss doch seine Konkurrenz kennenlernen. Ganz kurz mal meiner Frau vorstellen, die einen Moment Zeit haben. Elfi, darf ich vorstellen, das ist die Nadine. Nadine, das ist meine Frau, die Elfi. Grüß Gott. Danke. Mein Mann hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Ihr Mann war so freundlich, mich neulich mitzunehmen in sein Boot. Ah, das hat er mir nicht gesagt. Nicht? Also das muss ich noch vergessen haben. Der Raimund sagt, Ihr Mann ist Modefotograf. Ja, er fotografiert die neue Winterkollektion. Ah, Moment, die Winterkollektion in der Karibik? Nein, er ist in Paris jetzt. Ach so. Ja, und wie wird denn die Mode? Wird's kurz oder wird's lang? Keine Ahnung.
Und Sie lassen Ihren Mann so ganz einfach mit so hübschen Mädchen nach Paris fahren. Ist es nicht ein bisschen gefährlich? Robert sagt immer, dass für ihn diese Mädchen sind nur Kleiderständer. Ah ja, ich verstehe. Irgendwann stumpft man auch ab, gell? Du Raimund, ich höre immer Paris. Du hast doch gesagt, du musst nach Paris und brauchst jemanden, der da übersetzt. Ja, und? Na, wie wär's, wenn die Nadine mitfahren tät? Ja, muss mitfahren. Ja, als Dolmetscher. Sie kann ihren Mann besuchen, das wäre eine schöne Überraschung. Mein Mann hat sehr viel Arbeit. Na bitte. Dann hättest du doch ein bisschen Zeit, meinem Mann bei der Arbeit zu helfen. Der kann nämlich nur zwei Worte Französisch. Also ich weiß nicht, so Überraschungen, die sind manchmal... Na stell dir vor, ich würde dich besuchen. Würde sie da nicht freuen? Jetzt trau dich und sag nein. Ihr Mann ist Deutscher. Dem gehört das tolle Boot, das mir sogar gefällt. Und Sie? Was meinst du? Ich meine, gefällt sie dir auch so gut? Also, man könnte nicht sagen, dass sie schier war. Du, gell? Mach ja keinen Ärger. Ich glaube, ich fahre das nächste Mal doch lieber wieder mit. Das wäre vielleicht kein Fehler. Servus. Ja? Wo ist der Sommer? Der sind die alle zwei Herr Seidel. Aber auch mehr in der Werkstatt als im Büro. Nein, ich wollte mir bloß die Sommelstücke anschauen. Ich muss mit Ihnen reden. Ja? Es geht um die Fenstersteck für Kobalt. Ja, ich bin ja mit der Renate die Kalkulation nochmal durchgegangen. Ah, dann frage ich mich, was Sie sich bei der Position Remisch 4 vorgestellt haben. Wollen Sie mich ruinieren? Im Gegenteil. Ja, deswegen habe ich ja so kalkuliert, dass uns bei Remisch 4 noch was bleibt. Aber wenn wir bei Remisch 4 noch was bleiben sollen, dann müssen Sie doch mindestens 2% draufschlagen. Aber Herr Seidel. Mindestens. Herr Seidel, die Kuwaite sind doch keine Deppen, die haben da jede Menge Vergleichsangebote. Die wissen doch ganz genau. Aber die Kuwaite sind oriental. Und ein Orientale will handeln. Wenn der was zum Streichen findet, dann freut er sich. Und wir haben die Chance, dass der den wirklich dicken Hund und der... Römisch 9? Und der Römisch 9 glatt übersieht, so ist der nämlich. Wer ist der? Der hat einen unaussprechlichen Namen, er kommt heute nach München. Ich möchte, dass Sie ihn zum Essen führen. Anschließend gehen Sie mit ihm die Kalkulation durch. Die wird ihm natürlich zu hoch sein. Und wenn Sie ihm dann bei Römisch 4 ein bisschen entgegenkommen, hat der Mann die größte Freude. An der Kasse liegen 1.000 Mark Spesengeld. 1.000 Mark? Ja. Haben Sie im Lotto gewonnen? Na, aber Sie müssen den Mann doch gescheit ausführen. Anschließend mache ich dann den Abschluss. Ja, gingen Sie nicht mit, Herr Domt? Nein, nein, das wäre ganz unklug. Sie sollen den Mann ein bisschen aushorchen und mich dann informieren. Ich werde mir dann für morgen die entsprechende Taktik zurechtlegen. Ja, vielleicht wäre es auch noch ganz gut, wenn Sie Ihre Frau mitnehmen. Meine Frau? Ja,
Ihre Frau schafft eine angenehme Atmosphäre. Die kann das, die hat Charme, ganz im Gegensatz zu mir. Was ich Sie fragen wollte, ja? Wie geht's jetzt mit Ihnen und dem Herrn Lehner? Schlecht. Das habe ich fast befürchtet. Von einem Jüngeren lasst er sich nichts sagen. Weil im Moment gibt's keine Reibungspunkte, weil er hat nämlich eine Sehnenscheidenentzündung. Ja, das weiß ich gar nicht. Da muss ich direkt mal besuchen. Ja, bei der Gelegenheit könnte man da rausfinden, ob das wirklich eine Entzündung ist. Wie meinen Sie das? Ja, er hat zwar einen Test geschickt, aber also ich werde das Gefühl nicht los, es kommt ihm gerade recht, dass er jetzt ausfällt. Wir wissen hinten und vorne, wie wir fertig werden sollen. Und dann noch das in Paris. Soll ich das halten vielleicht? Das wäre nett, danke. Sie meinen das Breustüberl, gell? Ja, Breustüberl ist gut. Das sind 400 Plätze. Und nächste Woche soll der Einbau beginnen. Bräuchte einen Zwillingsbruder. Und dann auch noch Priester. Sommer? Elfelein, grüß dich. Ich wollte nur mal fragen, wie schaut's denn aus? Kommt er voran? Ja, das ist ein bisschen blöd, weißt du, weil ich kann ihm heute nicht helfen. Na, der Chef hat einen Auftrag für mich, jetzt muss ich einen Kunden ausführen. Und du sollst mitgehen. Das geht heute wirklich schlecht. Hast du gesagt, Kuwait? Für den in deinem Geschmack bin ich doch sowieso viel zu dünn. Ja, dann musst du ja noch umziehen. Dann schau halt, dass es nicht zu spät wird. Ich warte dann hier auf dich, ja? Ja, gut. Ja, vierte. Passé. Störe ich? Immer. Was gibt's denn? Ich habe eine Frage. Hätten Sie sowas wie ein kleines Schwarzes? Also... Klein ist bei mir überhaupt nichts. Ich habe 48. Worum geht's? Ich bräuchte jemanden, der heute Abend mit mir zum Essen geht. Aha. Na, vielleicht fragst du mal eine Frau. Die kann leider nicht. Weil wir bauen bei mir im Haus eine neue Sitzecke ein und das macht der Kollege von mir nach Feierabend und da muss jemand da sein. Da meine Frau sympathisch ist, schlage ich vor, dass morgen mit dir ausgehen. Ja, morgen ist sie ja nicht mehr da. Wer? Der Aschlachan. Der Architekt, der in Kuwait das Verwaltungsgebäude baut, wo wir uns um die Fenster beworben haben. Und jetzt möchte der Chef, dass wir groß ausführen, die Elfi und ich, aber wie gesagt, sie hat keine Zeit. Und da soll ich jetzt mit? Mhm. Wir haben doch miteinander die Kalkulation gemacht. Und wenn dann die Rede aufs Geschäftliche kommt, dann... Außerdem haben wir 1000 Mark Spesengeld. Was? Geh, sag das noch einmal. 1000 Mark hat er ausgespuckt. Gehen wir schön Abendessen. Und dann gehen wir vielleicht in eine Bar und so weiter. Und bei und so weiter denken Sie jetzt an mich? Auf seine Kosten gut essen gehst, ist das nix. 1000 Mark. Aber wenn ich einmal geholt sagen will, dann... Ja, mei. Also, was ist? Sehr gut. Was? Vielleicht noch Sparung. Sind die jetzt recht? Ja, wunderbar. Hier hatte ich sich. So sieht er wenigstens ein bisschen was von München. Herr Aslachan lässt sich übrigens entschuldigen. Er muss noch telefonieren. Dürfte ich den Herrschaften in der Zwischenzeit einen Aperitif vorschlagen? Wenn der in Gress sein Haar hat, das Telefon kommt dauern. Ich kriege einen Milchschick, bitte. Mit rum. Sehr gern. Und Sie? Ja, was nehme ich denn? Was meinen Sie, dass er trinkt? Alkohol. Haben Sie heute zufällig Kamelmilch? Wie bitte? Haben Sie ein Weißbier? Ja, selbstverständlich. Also dann krieg ich ein Weißbier und die Speisekarte. Sofort. Wir haben übrigens heute frische Trüffeln bekommen. Die stehen allerdings nicht auf der Speisekarte. Das wäre da gut sein, weil vor kurzem habe ich mal gelesen, was ein Kilo Trüffel kostet. Sehr wohl. So, die muss ich jetzt einmal drauflegen. Die habe ich vielleicht selber gemacht, gell? Ach, Respekt. Das Haus war so teuer, dass ich das, was ich kann, mache ich selber. Das war ein bisschen schief vorne, aber das sieht man nur, wenn man ganz genau hinschaut. So schaut doch gut aus. Mhm. Jetzt kommt er, wo wir fast fertig sind. Ja, Almut. Ja, die Tür war auf und ich wollte eigentlich den Heinzi abholen, wenn er fertig ist. Wir sind gleich fertig. Komm uns doch rein. Dann mach ich zu. Mhm.
Na? Es ist stark. Grüß dich, Schatz. Ich hab's gleich, gell? So was hätte mir auch gefallen. Ja, die Pläne kannst du haben. Die Pläne nutzen mir dann nix. Außerdem hätte ich keinen Platz für sowas. Möchten Sie doch ein Bier? Nein, vielen Dank. Aber wenn ich einen Kaffee haben könnte? Mach ich. Dass du das verstehst, was du da machst. Mit Geduld und Tücke fange ich diese Mücke. Ich hab dir einen Kaffee gemacht. Das ist aber nicht stellen dahin, den trinke ich dann später. Einen Abwasch habe ich auch gemacht. Alles jetzt aber nicht gebraucht. Ich weiß, ich hab's aber trotzdem gern gemacht, weil ich jetzt annehme, dass ich einen Wunsch frei habe. Aha. Elfi. Ich möchte gern fortgehen. Hoffentlich nicht für immer. Also jetzt lass das bisschen alles liegen und stehen. Wir gehen ja irgendwo hier in den Englischen Garten oder nach Schwabing oder an die Isar wie früher. Ich kann jetzt nicht. Ich muss das unbedingt nur durcharbeiten. Es war doch ein Riesenglück, dass ich mir den hab leihen können. Und außerdem macht's mir Freude, dass ich inzwischen merke, dass ich das vielleicht doch pack. Ich hab schon gedacht, ich bin blöd. Das wäre das erste Mal, dass du was nicht packst. Wie meinst du das? Ich meine, dass du vor lauter Arbeit nicht mehr aus die Augen schauen kannst. Tagsüber die Kurse, dann musst du dich ums Haus kümmern und am Abend eher da. Und für uns bleibt überhaupt keine Zeit. Ja, aber dass das ganze Zeug so kompliziert ist, das haben wir doch gewusst. Und was heißt, für uns bleibt überhaupt keine Zeit? Ich mache das Ganze doch nur, dass wir später mehr Zeit füreinander haben. Du in dein Büro und ich in mein Büro. Man könnte denken, du bist eifersüchtig. Ja, das bin ich ja, weil du dich mit dem mehr beschäftigst als mit mir. Okay, EDV, das ist schwierig, das wissen wir. Aber was bringt uns das, wenn das in totalen Stress ausartet? Und ich glaube, du freust dich, dass ich das mache. Raimund, ich lasse das. Was? Das EDV. Du musst nichts sagen. Ich hab dich schon verstanden. Sie brauchen gar nicht holen. Das erste Mal auf dem Platz, da wird es ein bisschen länger dauern. Vierte! Dein Wagerl! Gott, Herr Flossmann, Entschuldigung, ich bin ein bisschen spät, aber Sie wissen ja, immer wenn man es eilig hat, dann ist jede auch blöd. Was soll ich nehmen? Hallo, entschuldigen Sie bitte. Ja? Könnten Sie mir vielleicht helfen? Die Luke klemmt. Was klemmt? Die Luke klemmt. Ach, Sie sind es. Wie bitte? Was glauben Sie, wie oft ich schon vor diesem Boot gestanden bin? Wenn ich nächste Woche im Lotto gewonnen habe, dann kaufe ich mir dasselbe. Sie wollen sagen das Gleiche, nicht wahr? Denn dieses können Sie nicht kaufen. Was ist? Ich habe gelernt. Was ist es? Kriege ich kein Bussi? Nicht während der Arbeitszeit. Das habe ich dir schon oft gesagt. Du hast seit 4 Stunden Feierabend. Ja, das ist richtig. Also komm. Jetzt schau halt, dass du fertig wirst. Ich helfe dir mal beim Kaffee machen. Kann ich was helfen? Nein, danke. Weil es wäre schon schön, so ein eigenes Haus. Das ist kein eigenes Haus. Das haben wir nur gemietet. Ja, trotzdem.
Vielleicht haben sie auch einmal eins. Wie meinen Sie das? Ich habe doch Augen im Kopf. Ich meine, ich und der Heinzi. Ne? Gehen schon seit einem Vierteljahr miteinander. Aber werden konnte es nie was. Und warum nicht? Ja, der Altersunterschied. Der Heinzi, der ist doch viel zu jung für mich. Geh. Okay. Meine Mutter war 6 Jahre älter. Und die haben das geführt, was man eine glückliche Ehe nennt. Ja, das kann schon sein, das war damals. Aber heutzutage bei dem Überangebot. Und außerdem möchte ich richtig heiraten. Ja und? Ich glaube, für den Heinzi, da kommt nur eine bayerische Hochzeit in Frage. In Tracht? Nein, das ist, wenn was unterwegs ist. Wenn klar ist, dass die Frau fruchtbar ist. Aber darauf anlegen möchte ich das auf keinen Fall. Das tät ich auch nicht. Danke. Herr Sommer? Ja? Assel Rachan. Es tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat, aber ich hatte noch zu arbeiten. Es macht doch nichts. Wenn Sie bitte hier Platz nehmen würden, darf ich vorstellen, das ist eine Mitarbeiterin von uns. Ich bin die Renate. Ich bin der Willi. Willi? Ich habe in Deutschland studiert, aber da meine richtigen Namen niemand aussprechen konnte, da haben sie mich Willi genannt. Ja, man scheint sich ganz anders vorgestellt. Ich bin kein Kuwaiti. Ich arbeite da als Gastarbeiter. Ach so. Renate? Hm? Renate, glauben Sie, ich könnte Sie mit ihm allein lassen? Sie wollen schon gehen? Ja, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, vielleicht kann ich doch was helfen zu Hause. Ich habe ihm doch erzählt, dass ich einen Einbau kriege. Außerdem soll ich einen Chef anrufen, weil er wissen möchte, wie das Gespräch verlaufen ist. Also meinetwegen müssen Sie nicht bleiben, denn der tut mir nichts. Höchstens ich ihm. Was? Renate? Mach's mal bloß kein Blödsinn, gell? Keine Angst. Ich lande schon in keinem Zelt. Aber tanzen wird man wohl noch dürfen, oder? Billige. Ach, Herr Aschlachan. Herr Aschlachan, ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Sie jetzt mit der Renate alleine lasse, weil meiner Frau geht's nicht besonders gut und ich muss vielleicht nur in der Apotheke vorbeischauen. Das tut mir aber leid. Aber natürlich, bitte gehen Sie. Es war ein wunderschöner Abend. Ja. Vielen Dank. Danke auch. Für Gott. Und wir sehen uns ja vielleicht morgen. Wiedersehen. Falls Sie sich nicht um Ihre Frau kümmern müssen. Was? Schönen Gruß und baldige Besserung. Ach so. Ja, ich werde es ausrichten. Ja, also. Übrigens, was ich Sie fragen wollte, Renate. Ja? Sie arbeiten bei Robeka in der Datenverarbeitung, stimmt das? Nur wenn ich nicht mit Kunden zum Abendessen gehen muss. Arbeiten Sie mit Datenbanksystemen mit DFÜ, mit DOS oder MVS? Oder arbeiten Sie mit kleineren Systemen? Raimund? Ja? Bist du endlich da? Ich wollte schon gerade heimfahren. Ich habe nur in die Apotheke müssen. Geht's dir nicht gut? Dasselbe und das Gleiche ist ein Unterschied. Sie sind Französin. Ich lebe seit einem Jahr in München und seit einem Jahr ich kämpfe mit ihrer Sprache. Offenbar mit Erfolg. Ich gebe mir Mühe, aber ich weiß, ich mache furchtbare Fälle. Ja, dafür haben Sie ja so ein tolles Boot. Ja. Nicht ich, es gehört mein Mann. Ah, danke schön. Ja, wollte ich schon sagen, weil allein können Sie ja so ein Boot gar nicht bewegen. Ach, ich weiß, aber ich kann allein sauber machen. Hm? Da hilft Ihnen Ihr Mann nicht dabei. Robert ist verreist, Karibik. Und Sie sind hier? Das kann ich mit meiner Frau nicht machen. Mein Mann muss arbeiten und da kann ich ihn nicht stören. Arbeiten in der Karibik, ja, das darf man mal schmecken. Das wäre was. Verstehen Sie was von schönen Mädchen? Wie bitte? Robert arbeitet nur mit schönen Mädchen. Es wird ja immer besser. Also wenn ich da an meine Arbeit denke, ich bin Schreinermeister, aber vielleicht sollte ich umsatteln. Robert ist Fotograf. Er macht Modefotos. Ah, Traumberuf. Ja, das glaubt man immer. Aber niemand weiß, wie viel Ärger er manchmal hat. Seine Mädchen? Nein, mit einem Layouter. Der wählt immer die falschen Bilder. Schlechte Bilder bringt er groß und schöne Bilder macht er Briefmarke. Und das muss er sich gefallen lassen, Ihr Mann? Der Verlag ist in Hamburg und
Der kann nicht immer da sein. Wenn er von einer Reise zurückkommt, ist die Scheiße schon gedruckt. Sie sprechen wirklich sehr gut Deutsch. Weil ich dieses Wort gesagt habe? Ah, entschuldigen Sie bitte. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Ja, warum nicht? Aber wenn Ihre Frau Golf spielt und Sie segeln, dann sind Sie doch nie am Wochenende zusammen. Ja, am Wochenende da trennen sich dann unsere Wege. Allerdings nur für ein paar Stunden, das ist auch nicht tragisch, weil die Elfi, die ist ganz gerne ein bisschen unter Leute und ich bin ganz gerne ein bisschen allein. Wissen Sie, ich habe die ganze Woche über so viel um die Ohren, da bin ich froh, wenn ich mehr Ruhe habe. Sie haben gesagt, Sie sind Schreinermeister. Ich habe nicht gewusst, dass man als Schreinermeister... Ich habe gedacht, man sitzt alleine in seiner Werkstatt und macht Möbel. Das war aber mal. Inzwischen habe ich Karriere gemacht. Jetzt sitze ich in einem Büro, bin Manager von der Fensterfabrik. Aber Sie wollen Ruhe und jetzt reden wir schon seit einer Stunde. Nein, nein, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Außerdem weiß ich ja endlich, wem dieses tolle Boot gehört. Aber das tut mir leid. Ich kann Sie leider nicht einladen, damit zu fahren, weil ich nicht weiß, wie man es bedient. Vielleicht nächste Woche oder wenn Ihr Mann da ist? Ja, vielleicht, ja. Ich heiße übrigens Sommer, Raimund Sommer. Ich heiße Nadine. Ah, mein, den habe ich auch schon besser hinkriegt. Wieso? Der ist doch am Vorgrün. Ja. Ich glaube, mein Mann ist noch gar nicht da. Da können wir noch neun länger spielen, hä? Ja, am zweiten habe ich um ein Haar ein Paar gemacht. Und dann im dritten war ich mit fünf im Bunker und dann habe ich immerhin noch die acht geschafft. Mit fünf im Bunker und dann noch die acht? Danke. Danke. Sag mal, machst du dich über mich lustig? Das würde ich nie wagen. Mit wem hast du gespielt? Wir waren eine recht nette Partie. Lauter Damen im mittleren Alter. Die waren sehr geduldig und sehr nett zu mir, aber ich habe mich so wahnsinnig über mein Spiel geärgert. Siehst du das? Ich habe mich nicht geärgert. Ach so, ja. Wie war es denn eigentlich bei dir? Ich habe auch eine Dame kennengelernt, aber die ist noch nicht im mittleren Alter. Mach Sachen. Nadine, Französin. Dass man als Schreinermeister, ich habe gedacht, man sitzt alleine in seiner Werkstatt und macht Möbel. Das war aber mal. Inzwischen habe ich Karriere gemacht. Jetzt sitze ich in einem Büro, bin Manager von der Fensterfabrik. Aber Sie wollen Ruhe und jetzt reden wir schon seit einer Stunde. Nein, nein, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Außerdem weiß ich ja endlich, wem dieses tolle Boot gehört. Aber das tut mir leid. Ich kann Sie leider nicht einladen, damit zu fahren, weil ich nicht weiß, wie man es bedient. Vielleicht nächste Woche oder wenn Ihr Mann da ist? Ja, vielleicht, ja. Ich heiße übrigens Sommer, Raimund Sommer. Ich heiße Nadine. Ah, mein, den habe ich auch schon besser hinkriegt. Wieso? Der ist doch am Vorgrün. Ja. Ich glaube, mein Mann ist noch gar nicht da. Da können wir noch neun länger spielen, hä? Ja, am zweiten habe ich um ein Haar ein Paar gemacht. Und dann im dritten war ich mit fünf im Bunker und dann habe ich immerhin noch die acht geschafft. Mit fünf im Bunker und dann noch die acht? Danke. Danke. Sag mal, machst du dich über mich lustig? Das würde ich nie wagen. Mit wem hast du gespielt? Wir waren eine recht nette Partie. Lauter Damen im mittleren Alter. Die waren sehr geduldig und sehr nett zu mir, aber ich habe mich so wahnsinnig über mein Spiel geärgert. Siehst du das? Ich habe mich nicht geärgert. Ach so, ja. Wie war es denn eigentlich bei dir? Ich habe auch eine Dame kennengelernt, aber die ist noch nicht im mittleren Alter. Mach Sachen. Nadine, Französin. Ihr Mann ist Deutscher. Dem gehört das tolle Boot, das mir sogar gefällt. Und Sie? Was meinst du? Ich meine, fällt sie dir auch so gut? Also, man könnte nicht sagen, dass sie schier war. Du, gell? Mach ja keinen Ärger. Ich glaube, ich fahre das nächste Mal doch lieber wieder mit. Ja, das wäre vielleicht kein Fehler. Mhm. Ein Zell! Ja? Wo ist der Sommer? Der sind die alle zwei Herr Seiler.
sind aber auch mehr in der Werkstatt als im Büro. Ja, ich wollte nur bloß die Sogelstücke anschauen. Ich muss mit Ihnen reden. Ja? Es geht um die Fenstersteck für Kobalt. Ja, ich bin ja mit der Renate die Kalkulation einmal durchgegangen. Ah, dann frage ich mich, was Sie sich bei der Position Remisch 4 vorgestellt haben. Wollen Sie mich ruinieren? Ja, im Gegenteil. Ja, deswegen habe ich ja so kalkuliert, dass uns bei Römisch 4 noch was bleibt. Aber wenn wir bei Römisch 4 noch was bleiben sollen, dann müssen es doch mindestens 2% draufschlagen. Aber Herr Seidel. Mindestens. Herr Seidel, die Kuwaiti sind doch keine Deppen, die haben doch jede Menge Vergleichsangebote. Die wissen doch ganz genau. Aber die Kuwaiti sind oriental. Und ein Orientale will handeln. Wenn der was zum Streichen findet, dann freut er sich. Und wir haben die Chance, dass der den wirklich dicken Hund und der Römisch 9? Und der Römisch 9. Glatt übersieht, so ist er nämlich. Wer ist der? Der hat einen unaussprechlichen Namen, er kommt heute nach München. Ich möchte, dass Sie ihn zum Essen führen. Anschließend gehen Sie mit ihm die Kalkulation durch. Die wird ihm natürlich zu hoch sein. Und wenn Sie ihm dann bei Römisch 4 ein bisschen entgegenkommen, hat der Mann die größte Freude. An der Kasse liegen 1000 Mark Spesengeld. 1000 Mark? Ja. Haben Sie im Lotto gewonnen? Na, aber Sie müssen den Mann doch gescheit ausführen. Anschließend mache ich dann den Abschluss. Ja, gingen Sie nicht mit, Herr Dumpt? Nein, nein, das wäre ganz unklug. Sie sollen den Mann ein bisschen aushorchen und mich dann informieren. Ich werde mir dann für morgen die entsprechende Taktik zurechtlegen. Ja, vielleicht wäre es auch noch ganz gut, wenn Sie Ihre Frau mitnehmen. Meine Frau? Ja, Ihre Frau schafft eine angenehme Atmosphäre. Die kann das, die hat Charme, ganz im Gegensatz zu mir. Was ich Sie fragen wollte. Ja? Wie geht's jetzt mit Ihnen und dem Herrn Lehner? Ja, schlecht. Das habe ich fast befürchtet. Von einem Jüngeren lasst er sich nichts sagen. Na ja, im Moment gibt's keine Reibungspunkte, weil er hat nämlich eine Sehnenscheidenentzündung. Ja, das weiß ich gar nicht. Da muss ich direkt mal besuchen. Ja, bei der Gelegenheit können Sie mal herausfinden, ob das wirklich eine Entzündung ist. Wie meinen Sie das? Naja, er hat zwar einen Attest geschickt, aber also ich werde das Gefühl nicht los, das kommt ihm gerade recht. Dass der jetzt ausfällt. Wir wissen hinten und vorne, wie er fertig werden sollen. Und dann noch das in Paris. Sollen wir das halten vielleicht? Das wäre nett, danke. Sie meinen das Breustüberl, gell? Ja, aber Breustüberl ist gut. Das sind 400 Plätze. Und nächste Woche soll der Einbau beginnen. Bräuchten Zwillingsbruder. Und dann auch noch Priester. Sommer? Elfelein, grüß dich. Ich wollte nur mal fragen, wie schaut's denn aus? Kommt er voran? Ja, das ist ein bisschen blöd, weißt du, weil ich konnte ihm heute nicht helfen. Na? Na, der Chef hat einen Auftrag für mich, jetzt muss ich einen Kunden ausführen. Und du sollst mitgehen. Das geht heute wirklich schlecht. Hast du gesagt, Kuwait? Für den in der Geschmack bin ich doch sowieso viel zu dünn. Na, dann musst du ja noch umziehen. Dann schau halt, dass es nicht zu spät wird. Ich warte dann hier auf dich, ja? Ja, gut, ja, vierte, passe. Störe ich? Immer. Was gibt's denn? Ich habe eine Frage. Hätten Sie sowas wie ein kleines Schwarzes? Also. Klein ist bei mir überhaupt nichts. Ich habe 48. Worum geht's? Ich bräuchte jemanden, der verdammt mit mir zum Essen geht. Aha. Na, vielleicht fragst du mal eure Frau. Die kann leider nicht. Weil wir bauen bei mir im Haus eine neue Sitzecke ein und das macht der Kollege von mir nach Feierabend und da muss jemand da sein. Da meine Frau sympathisch ist, schlage ich vor, dass morgen mit dir ausgehen. Ja, morgen ist sie ja nicht mehr da. Wer? Der Aschlachan. Der Architekt, der in Kuwait das Verwaltungsgebäude baut, wo wir uns um die Fenster beworben haben. Und jetzt möchte der Chef, dass wir groß ausführen, die Elfi und ich, aber wie gesagt, sie hat keine Zeit. Und da soll ich jetzt mit? Mhm. Wir haben doch miteinander die Kalkulation gemacht. Und wenn dann die Rede aufs Geschäftliche kommt, dann. Außerdem haben wir 1000 Mark Spesengeld. Was? Geh, sag das noch einmal. 1000 Mark wurde ausgespuckt. Gehen wir schön Abendessen? Und dann gehen wir vielleicht in eine Bar und so weiter. Und bei und so weiter denken Sie jetzt an mich? Auf seine Kosten gut essen gehen, ist das nix. 1000 Mark. Aber wenn ich einmal Gehalt sagen will, dann. Ja, mei. Also, was ist? Ja.
sehr gut. Franz, sind der tatsächlich recht? Ja, wunderbar. Den hatte ich gesagt, dass ich sehr doch. So sieht er wenigstens ein bisschen was von München. Herr Aslachan lässt sich übrigens entschuldigen. Er muss noch telefonieren. Dürfte ich den Herrschaften in der Zwischenzeit einen Aperitif vorschlagen? Wenn der in Gress sein Haar im Hut, das Telefon kommt daran. Ich kriege ein Milchschick, bitte. Mit rum. Sehr gern. Und Sie? Ja, was nehme ich denn? Was meinen Sie, dass er trinkt? Alkohol. Haben Sie heute zufällig Kamelmilch? Wie bitte? Haben Sie ein Weißbier? Ja, selbstverständlich. Also dann kriege ich ein Weißbier und die Speisekarte. Sofort. Wir haben übrigens heute frische Trüffeln bekommen. Die stehen allerdings nicht auf der Speisekarte. Es wäre gut sein, weil ich vor kurzem habe mal gelesen, was ein Kilo Trüffel kostet. Sehr wohl. So, die muss ich jetzt einmal drauflegen. Die habe ich vielleicht selber gemacht, gell? Ach, Respekt. Das Haus war so teuer, dass ich das, was ich kann, mache ich selber. Das war ein bisschen schier vorne, aber das sieht man nur, wenn man ganz genau hinschaut. So schaut doch gut aus. Mhm. Jetzt kommt er, wo wir fast fertig sind. Ja, Almut. Ja, die Tür war auf und ich wollte eigentlich den Heinzi abholen, wenn er fertig ist. Wir sind gleich fertig. Komm uns doch rein. Dann mach ich zu. Mhm. Na? Es ist stark. Grüß dich, Schatz. Ich hab's gleich, gell? So was hätte mir auch gefallen. Ja, die Pläne kannst du haben. Die Pläne nutzen mir dann nix. Außerdem hätte ich keinen Platz für sowas. Möchten Sie noch ein Bier? Nein, vielen Dank, aber wenn ich einen Kaffee haben könnte. Mach ich. Was ist es? Kriege ich keinen Bussi? Ich wäre in der Arbeitszeit. Das habe ich dir schon oft gesagt. Du hast seit 4 Stunden Feierabend. Ja, das ist richtig. Also komm. Jetzt schau halt, dass du fertig wärst. Ich helfe dir aber beim Kaffee machen. Kann ich was helfen? Nein, danke. Weil es ist vielleicht schon schön, so ein eigenes Haus. Das ist kein eigenes Haus. Das haben wir nur gemietet. Ja, trotzdem. Und vielleicht haben sie auch einmal eins. Wie meinst du das? Ich habe doch Augen im Kopf. Ich meine, ich und der Heinzi. Ne? Gehen schon seit einem Vierteljahr miteinander. Aber mein Grund ist nie was. Und warum nicht? Ja, der Altersunterschied, der Heinzi, der ist doch viel zu jung für mich. Geh, okay. Meine Mutter war 6 Jahre älter. Und die haben das geführt, was man eine glückliche Ehe nennt. Ja, das kann schon sein, das war damals. Aber heutzutage bei dem Überangebot. Und außerdem möchte ich richtig heiraten. Ja und? Ich glaube, für den Heinzi, da kommt nur eine bayerische Hochzeit in Frage. In Tracht? Na, das ist, wenn was unterwegs ist. Wenn klar ist, dass die Frau fruchtbar ist. Aber darauf anlegen möchte ich das auf keinen Fall. Das tät ich auch nicht. Sofort, ja. Danke. Herr Sommer? Ja. Aslachan. Es tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat, aber ich hatte noch zu arbeiten. Es macht doch nichts. Wenn Sie bitte hier Platz nehmen würden, darf ich vorstellen, das ist eine Mitarbeiterin von uns. Ich bin die Renate. Ich bin der Willi. Willi? Ich habe in Deutschland studiert. Aber da meine richtigen Namen niemand aussprechen konnte, da haben Sie mich Willi genannt. Ja, man scheint ganz anders vorgestellt. Ich bin kein Kuwaiti. Ich arbeite da als Gastarbeiter. Ach so. Renate? Hm? Renate, glauben Sie, ich könnte Sie mit ihm allein lassen? Sie wollen schon gehen? Ja, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, vielleicht kann ich doch was helfen zu Hause. Ich habe doch erzählt, dass ich einen Einbau kriege. Außerdem soll ich den Chef anrufen, weil er wissen möchte, wie das Gespräch verlaufen ist. Also meinetwegen müssen Sie nicht bleiben, denn der tut mir nichts. Höchstens ich ihm. Was? Renate, machst du mir bloß kein Blödsinn, gell? Keine Angst. Ich lande schon in keinem Zelt. Aber tanzen wird man wohl noch dürfen, oder? Billige. Ach, Herr Aslachan.
Herr Aschlachan, ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Sie jetzt mit der Renate alleine lasse, weil meiner Frau geht's nicht besonders gut und ich muss vielleicht nur in der Apotheke vorbeischauen. Das tut mir aber leid. Aber natürlich, bitte gehen Sie. Es war ein wunderschöner Abend. Ja. Vielen Dank. Danke auch. Für Gott. Und wir sehen uns ja vielleicht morgen. Wiedersehen. Falls Sie sich nicht um Ihre Frau kümmern müssen. Was? Schönen Gruß und baldige Besserung. Also, ja, ich werde es ausrichten. Ja, also. Übrigens, was ich Sie fragen wollte, Renate. Ja? Sie arbeiten bei Robeck an der Datenverarbeitung, stimmt das? Nur wenn ich nicht mit Kunden zum Abendessen gehen muss. Arbeiten Sie mit Datenbanksystemen mit DFÜ, mit DOS oder MVS? Oder arbeiten Sie mit kleineren Systemen? Raimund? Ja? Bist endlich da? Ich wollte schon gerade heimfahren. Ich habe nur in die Apotheke müssen. Geht's dir nicht gut? Ihr schon, aber dir? Wieso mir? Na, dir geht's nicht gut, das war doch meine Ausrede. Sonst hätte ich mich überhaupt nicht mehr losreißen können. Na, was sagst? Aha, das schau her. Die Vorhänge sind ja auch schon fertig, das hätte ich da gar nicht zugetraut. Du, gell. Wie lange hat er jetzt dazu gebraucht? Um 10 ist er's gegangen. Die Almut hat ihn abgeholt. Das so, die Almut. Was ist denn deine Meinung? Glaubst du, dass das was wird mit den zwei? Also, wenn es nach ihr geht, schon, aber ich weiß nicht, ob er so recht zählt. Weißt du eigentlich, was eine bayerische Hochzeit ist? Nein, aber ich weiß, was eine bayerische Hochzeit ist. In Zukunft stehe ich allerdings mehr auf Trüffel. Habt ihr Trüffel gegessen? Ja. Und ich bin neugierig, ob der Seidel das überlebt. Grüß Gott, Herr Lena. Ah, Frau Sommer. Haben Sie gar keine Glocken? Ah, eine Glocken heute für überflüssig. Ich muss doch mal nach Ihnen schauen. Das ist nett von Ihnen. Der Wagner hat mir gesagt, dass Sie krank sind. So, der Herr Wagner. Ja, der hat gestern unsere Essecken eingebaut. Ich muss sagen, die ist schön geworden. Ja, die hätte ich noch am liebsten selber gemacht. Aber leider. Sehnenscheidenentzündung. Ist das sehr schmerzhaft? Ja, es gibt Dinge, die schmerzhafter sind. Ich weiß. Na, die Politik zum Beispiel. Na ja, was heutzutage alles in der Zeitung steht, da freut dann fast gar nichts mehr. Da freut sie vielleicht das. Chambertin, Premier Cru, habe ich Ihnen mitgebracht. Das ist. Die kostet ja Vermögen. Die werde ich jetzt ausschließlich auf Ihr Wohl trinken. Dankeschön. Bitteschön. Wollt ihr nicht reinkommen? Ich wollte eigentlich zuerst Ihren Garten anschauen. Wir haben doch jetzt auch einen. Mei, das macht vielleicht auch Arbeit. Voll. Ja. Blumen, das ist mein Hobby. Ein schreckliches Wort. Aber Leidenschaft kann man ja nicht gut sagen. Da verstehe ich was anderes drunter. Wir sind doch auch ein leidenschaftlicher Spaziergänger. Stimmt? Jedenfalls hat mir das der Raimund gesagt. Ja, in der Hauptsache auf Friedhöfen. Und das hat unter anderem auch wieder was mit Blumen zu tun. Die Leute geben ein Vermögen aus für Blumen. Dann bringen sie es hin und dann gehen sie wieder weg. Aber ich freue mich dran. Fast jeden Tag. Und wie ist es jetzt mit Ihrem Arm? Was sagt denn der Arzt? Oh, ruhig halten, Bestrahlungen, Geduld haben. Ich habe einen Bekannten, bei dem ist es rein nervös. Bei mir nicht. Und falls Sie das wissen wollen, ich bin kein Simulant. Aber Herr Lena, wie kommen Sie denn da drauf? Nicht ich, aber der Wagner. Der Wagner glaubt nämlich, ich simuliere und lasse ihn hängen bei der Arbeit. Aber was der Wagner denkt, ist mir wurscht. Wichtig ist mir, was Sie denken und Ihr Mann. Der Raimund würde nie auf die Idee kommen. Außerdem, wie lange kennt sie zwei euch schon, ha? Dann ist es ja gut. Blöd ist nur, dass das Ganze jetzt passiert ist. Ich meine, der Raimund hat mir von Paris erzählt. Der Raimund oder der Wagner? Der Raimund. Wissen Sie, dass es in Paris sogar einen Hundefriedhof geben soll? Da stehen wahrscheinlich mehr Blumen drauf als auf die normalen Gräber. Aber jetzt erzählen Sie mal was von Ihnen. Was macht denn die Volkshochschule?
Nix. Ich hab's Handtuch geschmissen. Aber das ist doch gar nicht Ihre Art. Ich hab feststellen müssen, dass ich entweder zu alt oder zu blöd für sowas bin. Erkenne dich selbst. Das hat schon mein Vater gesagt. Außerdem habe ich jetzt eine Menge mit dem Haus zu tun. Sie müssen mal kommen, wenn's fertig ist. Und Raimund? Was ist mit Raimund? Macht ihm das Spaß bei Rebecca? Ist er da glücklich? Naja, Ärger gibt's überall. Aber er kann halt eine Menge lernen. Hat überall Einblick. Das ist schön. Das verstehst, was du da machst. Mit Geduld und Tücke fange ich diese Mücke. Ich hab dir einen Kaffee gemacht. Muss aber nicht stellen, dahin, den trinke ich dann später. Einen Abwasch habe ich auch gemacht. Das hätte es aber nicht gebraucht. Ich weiß, ich hab's aber trotzdem gern gemacht, weil ich jetzt annehme, dass ich einen Wunsch frei habe. Aha. Effi. Ich möchte gern fortgehen. Hoffentlich nicht für immer. Also jetzt lass das Bitchen alles liegen und still. Wir gehen ja irgendwo hier in den Englischen Garten oder nach Schwabing oder an die Isar wie früher. Ich kann jetzt nicht. Ich muss das unbedingt nur durcharbeiten. Es war doch ein Riesenglück, dass ich mir den hab leihen können. Und außerdem macht es mir Freude, dass ich inzwischen merke, dass ich das vielleicht doch pack. Ich hab schon gedacht, ich bin blöd. Das wäre das erste Mal, dass du was nicht packst. Wie meinst du das? Ich meine, dass du vor lauter Arbeit nicht mehr aus die Augen schauen kannst. Packst über die Kurse, dann musst du dich ums Haus kümmern und am Abend er da. Und für uns bleibt überhaupt keine Zeit. Aber dass das ganze Zeug so kompliziert ist, das haben wir doch gewusst. Und was heißt, für uns bleibt überhaupt keine Zeit? Ich mach das Ganze doch nur, dass wir später mehr Zeit füreinander haben. Du in deinem Büro und ich in meinem Büro. Man könnte denken, du bist eifersüchtig. Ja, das bin ich ja, weil du dich mit dem mehr beschäftigst als mit mir. Okay, EDV, das ist schwierig, das wissen wir. Aber was bringt uns das, wenn das in totalen Stress ausartet? Und ich glaub, du freust dich, dass ich das mach. Raimund, ich lass das. Was? Das EDV. Du musst nichts sagen. Ich hab dich schon verstanden. Sie brauchst mich gar nicht holen. Das erste Mal auf dem Platz, da wird's ein bisschen länger dauern. Bitte! Dein Wagerl! Gott, Herr Flossmann, Entschuldigung, ich bin ein bisschen spät, aber Sie wissen ja, immer wenn man es eilig hat, dann ist jede auch blöd. Was soll ich nehmen? Erstmal werden wir nicht so gut. Und ganz, die ganze Zeit. Ganz, machen wir. Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Ja? Könnten Sie mir vielleicht helfen? Die Luke klemmt. Was klemmt? Die Luke klemmt. Ach, Sie sind es. Wie bitte? Das glauben Sie, wie oft ich schon vor diesem Boot gestanden bin. Wenn ich nächste Woche im Lotto gewonnen habe, dann kaufe ich mir dasselbe.
Sie wollen sagen, das Gleiche, nicht wahr? Denn dieses können Sie nicht kaufen. Was ist? Ich habe gelernt, dasselbe und das Gleiche ist ein Unterschied. Sie sind Französin? Ich lebe seit einem Jahr in München und seit einem Jahr ich kämpfe mit Ihrer Sprache. Offenbar mit Erfolg. Ich gebe mir Mühe, aber ich weiß, ich mache furchtbare Fälle. Ja, dafür haben Sie ja so ein tolles Boot. Ja, nicht ich, es gehört mein Mann. Ah, danke schön. Ja, wollte schon sagen, weil allein können Sie ja so ein Boot gar nicht bewegen. Ich weiß, aber ich kann allein sauber machen. Da hilft Ihnen Ihr Mann nicht dabei. Robert ist verreist, Karibik. Und Sie sind hier? Das kann sie mit meiner Frau nicht machen. Mein Mann muss arbeiten und da kann ich ihn nicht stören. Arbeiten in der Karibik, ja, das darf man mal schmecken. Das wäre was. Verstehen Sie was von schönen Mädchen? Wie bitte? Robert arbeitet nur mit schönen Mädchen. Es wird ja immer besser. Also wenn ich da an meine Arbeit denke, ich bin Schreinermeister, aber vielleicht sollte ich umsatteln. Robert ist Fotograf. Er macht Modefotos. Ah, Traumberuf. Ja, das glaubt man immer. Aber niemand weiß, wie viel Ärger er manchmal hat. Mit seinen Mädchen? Nein, mit seinem Layouter. Der wählt immer die falschen Bilder. Schlechte Bilder bringt er groß und schöne Bilder macht er Briefmarken. Und das muss er sich gefallen lassen, Ihr Mann? Der Verlag ist in Hamburg und der kann nicht immer da sein. Wenn er von einer Reise zurückkommt, ist die Scheiße schon gedruckt. Sie sprechen wirklich sehr gut Deutsch. Weil ich dieses Wort gesagt habe? Ah, entschuldigen Sie bitte. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Ja, warum nicht? Aber wenn Ihre Frau Golf spielt und Sie segeln, dann sind Sie doch nie am Wochenende zusammen. Ja, am Wochenende da trennen sich dann unsere Wege. Allerdings nur für ein paar Stunden, das ist auch nicht tragisch, weil die Elfe, die ist ganz gerne ein bisschen unter Leute und ich bin ganz gerne ein bisschen allein. Wissen Sie, ich habe die ganze Woche über so viel um die Ohren, da bin ich froh, wenn ich mehr Ruhe habe. Sie haben gesagt, Sie sind Schreinermeister. Ich habe nicht gewusst... Frau Walker, war irgendwas während ich nicht da war? Ja, der Chef hat schon zweimal nach mir gefragt. Sie sollen gleich raufkommen. Können wir schon denken, was ich will. Unser Projekt in Kuwait, Frau Walker, falls Sie es noch nicht wissen sollten, wir sind eine Weltfirma. Sie haben nach mir gefragt. Ah, der Herr Sommer. Zwei gerade in Neuperlach. Es schaut recht gut aus. Also wir werden den Termin bestimmt halten können. Und wie war es heute früh mit dem Arschlach an? Ja, die Sache ist gelaufen. Nächste Woche schickt er einen Vertrag. Gratuliere, dann hat sich Ihre Einladung also rentiert. Ja, die Rechnung ist aufgegangen. Obwohl ich in meinem Leben noch keine solche Spesenabrechnung gesehen habe. Wahnsinn. Wir sollten ihn gescheit einladen. Das waren Ihre Worte. Sehr witzig. Wie geht's Ihrer charmanten Frau? Danke, gut. Das freut mich. Weil gestern ist ja nicht so gut gegangen. Gestern? Ja, gestern warst du doch so krank, dass du nicht einmal zum Essen hab mitgehen können. Ach so, ja. Ja, und da haben Sie schlauerweise die Renate mitgenommen. Ja. Ja, das war wirklich ein Glücksfall. Weil wenn wir nachher auf die Kalkulation gekommen sind, also da hat die dem Aschlachan in jeder Position nachweisen können. Also wirklich ganz große Klasse. Ja, das Ergebnis haben Sie ja gesehen. Ja, die Sache hat leider noch ein anderes Ergebnis gehabt. Was heißt das? Ja, Sie haben früher weggehen müssen, weil Ihre Frau so krank war. Da haben die zwei natürlich weitergetalkt. Mit dem Ergebnis, dass Sie nach Kuwait geht. Nach Kuwait? Ja, nach Kuwait. Der Typ hat ihr ein Angebot gemacht. Ja, jetzt möchte sie... Das können wir mir gar nicht vorstellen. Obwohl, das schaut ja ganz gut aus. Aber der hat ihr ein geschäftliches Angebot gemacht als Systemprogrammierer. Zu einem aberwitzigen Honorar. Also wenn die Frau geht, das ist mein Niedergang. Also erstens glaube ich nicht, dass die das macht. Und selbst wenn, Herr Seidel, Sie finden doch da bestimmt... Aber zu welchen Bedingungen? Das tragt die Firma doch nicht. Mein Lieber, das war wirklich eine brillante Idee mit der Renate. Vielen Dank. Es tut mir jetzt leid. Was soll man? Ja?
wäre noch was. Da war vorher ein Anruf für Sie, der ist zufällig bei mir gelandet. Es geht da um Fenster für ein neues Klinikum. Um was für ein Klinikum, habe ich gesagt. Aber dann hat man mich aufgeklärt. Ich muss Ihnen da eine Erklärung geben, Herr Seidel. Na, Sie müssen mir gar nichts erklären. Die Sache ist klar. Sie bauen eine Fensterfabrik und im nächsten Jahr machen Sie mir Konkurrenz. Und bis es soweit ist, wollen Sie bei mir spionieren. Raimund, wissen Sie schon das Neueste? Ja, Sie gehen ja nach Kuwait. Meinen Sie, ich bin blöd? Aber der Seidel hat mir doch gerade erzählt, dass der Aschlachan mir ein Angebot gemacht hat. Aber ich denke doch nicht im Traum daran, dass ich mich auf irgendwelche Scheiche einlasse. Ach so. Dem Seidel habe ich natürlich gesagt, dass ich gehe. Und wenn er mich halten will, dann muss er mir die 400 drauflegen, um die ich schon seit 2 Jahren kämpfe. Sie werden sehen, das funktioniert und das verdanke ich dann alles Ihnen. Ich werde hier gar nichts mehr sehen. Was heißt das? Ich bin nämlich gefeuert. Ja, jetzt? Nichts jetzt. Ich habe meine Zeit gepackt und bin gegangen. Aber gelernt habe ich trotzdem was. Sowieso immer ein schlechtes Gefühl gehabt. Vor allem seitdem ich gemerkt habe, dass ich mich richtig aufbauen möchte fürs Geschäft. Der Seidel? Das ist ja ganz was Neues. Ja. Und jetzt fühlt er sich betrogen. Menschlich enttäuscht. So hat er sich jedenfalls ausgedrückt. Naja, du weißt, für was das gut ist. Dann hättest du jetzt Zeit, dass du nach Paris fährst, oder? Lass mich bitte mit Paris im Frieden. Ich habe eh genügend Zeug am Hals. Das Haus, Seidel, Lena ist krank. Der Lena habe ich übrigens gebucht. Ich soll einen schönen Gruß sagen. Danke. Na, was ist jetzt mit Paris? Das ist doch eine gute Idee. Willst du loswerden oder was? Oder magst du mitfahren oder was? Ja, schlecht wäre es nicht, aber ich habe die Handwerker. Aber wenn ich mit dem Umzug fertig bin, zur Belohnung, wäre das nichts. Du vergisst, dass dein Mann arbeitslos ist und deswegen gehe ich jetzt segeln. Was? Mitten in der Woche? Mitten in der Woche, an einem ganz normalen Arbeitstag. Das ist nämlich ein Luxus, den habe ich mir nie leisten können. Ja, ich hab gedacht, du hältst mir ein bisschen. Bei was? Na da, Steine aufsammeln. Elfi, ich konnte nicht gleichzeitig segeln und Steine aufsammeln. Wir haben ja ein Leben mitten unter der Woche. Einem ganz normalen Arbeitstag. Na, Sommer. Ah, sehr, ja. Sie haben sich ja meinen Namen gemerkt. Sommer ist leicht. Ein komplizierter Name hätte ich sicher vergessen. Zum Beispiel Asralachan. Ach, Asch. Ach. Ach. Asralachan ist doch ganz einfach. Türen für Kuwait. Ich verstehe nicht. Das ist der Mann, der schuld ist, dass ich jetzt hier bin. Das heißt, eigentlich, weil ich ja nach Perdach gemusst habe, aber... Ich verstehe gar nicht. Und warum sind Sie hier, mitten in der Woche? Ich genieße den Tag. Perfekt. Ja, Wohnung ist sauber, in der Stadt... Ja, Almut. Ja, die Tür war auf und ich wollte eigentlich den Heinzi abholen, wenn er fertig ist. Wir sind gleich fertig, kommst du rein? Dann mache ich zu. Mhm. Na? Es ist stark. Grüß dich, Schatz. Ich hab's gleich, gell? So was hätte mir auch gefallen. Ja, die Pläne kannst du haben. Die Pläne nutzen mir dann nix. Außerdem hätte ich keinen Platz für sowas. Möchten Sie doch ein Bier? Nein, vielen Dank. Aber wenn ich einen Kaffee haben könnte? Mach ich. Was ist es? Kriege ich keinen Bussi? Nicht während der Arbeitszeit. Das habe ich dir schon oft gesagt. Du hast seit 4 Stunden Feierabend. Ja, das ist richtig. Also komm. Jetzt schau halt, dass du fertig wirst. Ich helfe dir mal beim Kaffee machen. Kann ich was helfen? Nein, danke. Weil es wäre schon schön, so ein eigenes Haus. Das ist kein eigenes Haus. Das haben wir nur gemietet. Ja, trotzdem. Und vielleicht haben sie auch einmal eins. Wie meinst du das?
Ich hab doch Augen im Kopf. Mein, ich und der Heinzi. Ne? Gehen schon seit einem Vierteljahr miteinander. Aber mein Grund ist nie was. Und warum nicht? Ja, der Altersunterschied. Der Heinzi, der ist doch viel zu jung für mich. Geh. Okay. Meine Mutter war 6 Jahre älter. Und die haben das geführt, was man eine glückliche Ehe nennt. Ja, das kann schon sein, das war damals. Aber heutzutage bei dem Überangebot. Außerdem möchte ich richtig heiraten. Ja und? Ich glaube, für den Heinzi, da kommt nur eine bayerische Hochzeit in Frage. In Tracht? Na, das ist, wenn was unterwegs ist. Wenn klar ist, dass die Frau fruchtbar ist. Aber darauf anlegen möchte ich das auf keinen Fall. Das tät ich auch nicht. Danke. Herr Sommer? Ja? Assel Rachan. Es tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat, aber ich hatte noch zu arbeiten. Das macht doch nichts. Wenn Sie bitte hier Platz nehmen würden, darf ich vorstellen, das ist eine Mitarbeiterin von uns. Ich bin die Renate. Ich bin der Willi. Willi? Ich habe in Deutschland studiert, aber da meine richtigen Namen niemand aussprechen konnte, da haben Sie mich Willi genannt. Ja, Mensch, habe ich ganz anders vorgestellt. Ich bin kein Kuwaiti. Ich arbeite da als Gastarbeiter. Ach so. Renate? Hm? Renate, glauben Sie, ich könnte Sie mit ihm allein lassen? Sie wollen schon gehen? Ja, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, vielleicht kann ich doch was helfen zu Hause, wenn du erzählt, dass ich einen Einbau kriege. Außerdem soll ich den Chef anrufen, weil er wissen möchte, wie das Gespräch verlaufen ist. Also meinetwegen müssen Sie nicht bleiben, denn der tut mir nichts. Höchstens ich ihm. Was? Renate? Machst du mal bloß kein Blödsinn, gell? Keine Angst. Ich lande schon in keinem Zelt. Aber tanzen wird man wohl noch dürfen, oder? Billige. Ach, Herr Aschlachan. Herr Aschlachan, ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Sie jetzt mit der Renate alleine lasse, weil meiner Frau geht's nicht besonders gut und ich muss vielleicht nur in der Apotheke vorbeischauen. Das tut mir aber leid. Aber natürlich, bitte gehen Sie. Es war ein wunderschöner Abend. Ja. Vielen Dank. Danke auch. Für Gott. Und wir sehen uns ja vielleicht morgen. Wiedersehen. Falls Sie sich nicht um Ihre Frau kümmern müssen. Was? Schönen Gruß und baldige Besserung. Also, ja, ich werde es ausrichten. Also. Übrigens, was ich Sie fragen wollte, Renate. Ja? Sie arbeiten bei Robeck an der Datenverarbeitung, stimmt das? Nur wenn ich nicht mit Kunden zum Abendessen gehen muss. Arbeiten Sie mit Datenbanksystemen mit DFÜ, mit DOS oder MVS? Oder arbeiten Sie mit kleineren Systemen? Raimund? Ja? Bist du endlich da? Ich wollte schon gerade heimfahren. Ich hab nur in die Apotheke müssen. Geht's dir nicht gut? Ihr schon, aber dir? Wieso mir? Na, dir geht's nicht gut, das war doch meine Ausrede. Sonst hätte ich mich überhaupt nicht mehr losreißen können. Na, was sagst? Aha, das schau her. Die Vorhänge sind ja auch schon fertig, das hätte ich da gar nicht zugetraut. Du, gell. Wie lange hat er jetzt dazu gebraucht? Um 10 ist er's gegangen. Die Almut hat ihn abgeholt. Das so. Die Almut. Was ist denn deine Meinung? Glaubst du, dass das was wird mit den zwei? Also, wenn es nach ihr geht, schon, aber ich weiß nicht, ob er so recht zählt. Weißt du eigentlich, was eine bayerische Hochzeit ist? Nein, aber ich weiß, was eine bayerische Hochzeit ist. In Zukunft stehe ich allerdings mehr auf Trüffel. Habt ihr Trüffel gegessen? Ja. Und ich bin neugierig, ob der Seidel das überlebt. Gott, Elena. Ah, Frau Sommer. Haben Sie gar keine Glocken? Ah, eine Glocken heute für überflüssig. Ich muss doch mal nach Ihnen schauen. Das ist nett von Ihnen. Der Wagner hat mir gesagt, dass Sie krank sind. So, der Herr Wagner. Ja. Ja, gestern unser Essecken eingebaut. Ich muss sagen, die ist schön geworden. Ja, die hätte ich noch am liebsten selber gemacht. Aber leider. Sehnenscheidenentzündung. Ist das sehr schmerzhaft? Ja, es gibt Dinge, die schmerzhafter sind. Ich weiß. Na,
Die Politik zum Beispiel. Na ja, was heutzutage alles in der Zeitung steht, da freut dann fast gar nichts mehr. Da freut sie vielleicht das. Chambertin, Premier Cru, hab ich Ihnen mitgebracht. Das ist. Die kostet ja Vermögen. Die werde ich jetzt ausschließlich auf Ihr Wohl trinken. Dankeschön. Bitteschön. Wollen Sie nicht reinkommen? Ich wollte eigentlich zuerst Ihren Garten anschauen. Wir haben doch jetzt auch einen. Mei, das macht vielleicht auch Arbeit. Voll. Ja. Blumen. Das ist mein Hobby. Ein schreckliches Wort. Aber Leidenschaft kann man ja nicht gut sagen. Da verstehe ich was anderes drunter. Sie sind doch auch ein leidenschaftlicher Spaziergänger. Stimmt? Jedenfalls hat mir das der Raimund gesagt. Ja. In der Hauptsache auf Friedhöfen. Und das hat unter anderem auch wieder was mit Blumen zu tun. Die Leute geben ein Vermögen aus für Blumen. Dann bringen sie es hin und dann gehen sie wieder weg. Aber ich freue mich dran. Fast jeden Tag. Und wie ist es jetzt mit Ihrem Arm? Was sagt denn der Arzt? Oh, ruhig halten, Bestrahlungen, Geduld haben. Ich habe einen Bekannten, bei dem ist es rein nervös. Bei mir nicht. Und falls Sie das wissen wollen, ich bin kein Simulant. Bloß, dass du das verstehst, was du da machst. Mit Geduld und Tücke fange ich diese Mücke. Ich hab dir einen Kaffee gemacht. Muss aber nicht stellen, dahin, den trinke ich dann später. Einen Abwasch habe ich auch gemacht. Das hätte es aber nicht gebraucht. Ich weiß, ich hab's aber trotzdem gern gemacht, weil ich jetzt annehme, dass ich einen Wunsch frei habe. Aha. Effi. Ich möchte gern fortgehen. Hoffentlich nicht für immer. Also jetzt lass das Bittchen alles liegen und stehen. Wir gehen ja irgendwo hier in den Englischen Garten oder nach Schwabing oder an die Isar wie früher. Ich kann jetzt nicht. Ich muss das unbedingt noch durcharbeiten. Es war doch ein Riesenglück, dass ich mir den hab leihen können. Und außerdem macht's mir Freude, dass ich inzwischen merke, dass ich das vielleicht doch pack. Ich hab schon gedacht, ich bin blöd. Das wäre das erste Mal, dass du was nicht packst. Wie meinst du das? Ich meine, dass du vor lauter Arbeit nicht mehr aus die Augen schauen kannst. Packst über die Kurse, dann musst du dich ums Haus kümmern und am Abend eher da. Und für uns bleibt überhaupt keine Zeit. Ja, aber dass das ganze Zeug kompliziert ist, das haben wir doch gewusst. Und was heißt, für uns bleibt überhaupt keine Zeit? Ich mach das Ganze doch nur, dass wir später mehr Zeit füreinander haben. Du in deinem Büro und ich in meinem Büro. Man könnte denken, du bist eifersüchtig. Ja, das bin ich ja, weil du dich mit dem mehr beschäftigst als mit mir. Okay, EDV, das ist schwierig, das wissen wir. Aber was bringt uns das, wenn das in totalen Stress ausartet? Und ich glaub, du freust dich, dass ich das mach. Raimund, ich lass das. Was? Das EDV. Du musst nichts sagen. Ich hab dich schon verstanden. Sie brauchen gar nicht holen. Das erste Mal auf dem Platz, doch jetzt ein bisschen länger da. Vierte! Dein Wagerl! Gott, Herr Flossmann, Entschuldigung, ich bin ein bisschen spät, aber Sie wissen ja, immer wenn man es eilig hat, dann ist jede auch blöd. Was soll ich nehmen? Erstmal werden wir den Kühl und ganz die ganze Rücke. Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Ja?
Könnten Sie mir vielleicht helfen? Die Luke klemmt. Was klemmt? Die Luke klemmt. Ach, Sie sind es. Wie bitte? Was glauben Sie, wie oft ich schon vor diesem Boot gestanden bin? Wenn ich nächste Woche im Lotto gewonnen habe, dann kaufe ich mir dasselbe. Sie wollen sagen, das Gleiche, nicht wahr? Denn dieses können Sie nicht kaufen. Was ist? Ich habe gelernt, dasselbe und das Gleiche ist ein Unterschied. Sie sind Französin? Ich lebe seit einem Jahr in München und seit einem Jahr ich kämpfe mit Ihrer Sprache. Offenbar mit Erfolg. Ich gebe mir Mühe, aber ich weiß, ich mache furchtbare Fälle. Ja, dafür haben Sie ja so ein tolles Boot. Ja, nicht ich, es gehört mein Mann. Ah, danke schön. Ja, wollte schon sagen, weil allein können Sie ja so ein Boot gar nicht bewegen. Ich weiß, aber ich kann allein sauber machen. Da hilft Ihnen Ihr Mann nicht dabei. Robert ist verreist, Karibik. Und Sie sind hier? Das könnte mit meiner Frau nicht machen. Mein Mann muss arbeiten und da kann ich ihn nicht stören. Arbeiten in der Karibik, ja, das darf man mal schmecken. Das wäre was. Verstehen Sie was von schönen Mädchen? Wie bitte? Robert arbeitet nur mit schönen Mädchen. Es wird ja immer besser. Also wenn ich da an meine Arbeit denke, ich bin Schreinermeister, aber vielleicht sollte ich umsatteln. Robert ist Fotograf. Er macht Modefotos. Ah, Traumberuf. Ja, das glaubt man immer. Aber niemand weiß, wie viel Ärger er manchmal hat. Seine Mädchen? Nein, mit seinem Layouter. Der wählt immer die falschen Bilder. Schlechte Bilder bringt er groß und schöne Bilder macht er Briefmarken. Und das muss er sich gefallen lassen, Ihr Mann? Der Verlag ist in Hamburg und der kann nicht immer da sein. Wenn er von einer Reise zurückkommt, ist die Scheiße schon gedruckt. Sie sprechen wirklich sehr gut Deutsch. Weil ich dieses Wort gesagt habe? Ah, entschuldigen Sie bitte. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Ja, warum nicht? Aber wenn Ihre Frau Golf spielt und Sie segeln, dann sind Sie doch nie am Wochenende zusammen. Ja, am Wochenende da trennen sich dann unsere Wege. Allerdings nur für ein paar Stunden, das ist auch nicht tragisch, weil die Elfe, die ist ganz gerne ein bisschen unter Leute und ich bin ganz gerne ein bisschen allein. Wissen Sie, ich habe die ganze Woche über so viel um die Ohren, da bin ich froh, wenn ich mehr Ruhe habe. Sie haben gesagt, Sie sind Schreinermeister. Ich habe nicht gewusst, dass man als Schreinermeister... Ich habe gedacht, man sitzt alleine in seiner Werkstatt und macht Möbel. Das war aber mal. Inzwischen habe ich Karriere gemacht. Jetzt sitze ich in einem Büro, bin Manager von einer Fensterfabrik. Aber Sie wollen Ruhe und jetzt reden wir schon seit einer Stunde. Nein, nein, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Außerdem weiß ich ja endlich, wem dieses tolle Boot gehört. Aber das tut mir leid. Ich kann Sie leider nicht einladen, damit zu fahren, weil ich nicht weiß, wie man es bedient. Vielleicht nächste Woche oder wenn Ihr Mann da ist? Ja, vielleicht, ja. Ich heiße übrigens Sommer, Raimund Sommer. Ich heiße Nadine. Ah, mein, den habe ich auch schon besser hinkriegt. Wieso? Der ist doch am Vorgrün. Ja. Ich glaube, mein Mann ist noch gar nicht da. Da können wir noch einen neuen Lager spielen, hä? Ja, am zweiten habe ich um ein Haar ein Paar gemacht. Und dann im dritten war ich mit 5 im Bunker und dann habe ich immerhin noch die 8 geschafft. Mit 5 im Bunker und dann noch die 8? Danke. Danke. Sag mal, machst du dich über mich lustig? Das würde ich nie wagen. Mit wem hast du gespielt? Wir waren eine recht nette Partie. Lauter Damen im mittleren Alter. Die waren sehr geduldig und sehr nett zu mir. Aber Helene, wie kommen Sie denn da drauf? Nicht ich, aber der Wagner. Der Wagner glaubt nämlich, ich simuliere. Und losen hängen bei der Arbeit. Aber was der Wagner denkt, ist mir wurscht. Wichtig ist mir, was Sie denken. Und Ihr Mann. Der Raimund wird Ihnen nie auf die Idee kommen. Außerdem, wie lange kennt Sie zwei euch schon, ha? Dann ist es ja gut. Blöd ist nur, dass das Ganze jetzt passiert ist. Ich meine, der Raimund hat mir von Paris erzählt. Der Raimund oder der Wagner? Der Raimund. Wissen Sie, dass es in Paris sogar einen Hundefriedhof geben soll. Da stehen wahrscheinlich mehr Blumen drauf als auf die normalen Gräber. Oh.
Aber jetzt erzählen Sie mal was von Ihnen. Was macht denn die Volkshochschule? Nix. Ich hab's Handtuch geschmissen. Aber das ist doch gar nicht Ihre Art. Ich hab feststellen müssen, dass ich entweder zu alt oder zu blöd für sowas bin. Erkenne dich selbst. Das hat schon mein Vater gesagt. Außerdem habe ich jetzt eine Menge mit dem Haus zu tun. Sie müssen mal kommen, wenn's fertig ist. Und Raimund? Was ist mit Raimund? Macht ihm das Spaß bei Rebecca? Ist er da glücklich? Naja, Ärger gibt's überall. Aber er kann halt eine Menge lernen. Hat überall Einblick. Das ist schön. Bin wieder da. Frau Walker, war irgendwas, während ich nicht da war? Ja, der Chef hat schon zweimal nach mir gefragt. Sie sollen dann raufkommen. Können wir schon denken, was ich will. Unser Projekt in Kuwait, Frau Walker, falls Sie es noch nicht wissen sollten, wir sind eine Weltfirma. Sie haben nach mir gefragt. Ah, der Herr Sommer. Zwei gerade in Neuperlach. Es schaut recht gut aus. Also wir werden den Termin bestimmt halten können. Und wie war es heute früh mit dem Arschlach an? Ja, die Sache ist gelaufen. Nächste Woche schickt er einen Vertrag. Gratuliere, dann hat sich Ihre Einladung also rentiert. Ja, die Rechnung ist aufgegangen. Obwohl ich in meinem Leben noch keine solche Spesenabrechnung gesehen habe. Wahnsinn. Wir sollten ihn gescheit einladen. Das waren Ihre Worte. Sehr witzig. Wie geht's Ihrer charmanten Frau? Danke, gut. Das freut mich. Weil gestern ist es ja nicht so gut gegangen. Gestern? Ja, gestern warst du doch so krank, dass nicht einmal zum Essen hab mitgehen können. Ach so, ja. Ja, und da haben Sie schlauerweise die Renate mitgenommen. Ja. Ja, das war wirklich ein Glücksfall. Weil wenn wir nachher auf die Kalkulation gekommen sind, also da hat die dem Aschlachan in jeder Position nachweisen können. Also wirklich ganz große Klasse. Ja, das Ergebnis haben Sie ja gesehen. Ja, die Sache hat leider noch ein anderes Ergebnis gehabt. Was heißt das? Ja, Sie haben früher weggehen müssen, weil Ihre Frau so krank war. Da haben die zwei natürlich weitergetalkt. Mit dem Ergebnis, dass sie nach Kuwait geht. Nach Kuwait? Ja, nach Kuwait. Der Typ hat ihr ein Angebot gemacht. Ja, jetzt möchte sie... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Obwohl, das schaut ja ganz gut aus. Aber der hat ja ein geschäftliches Angebot gemacht als Systemprogrammierer. Zu einem aberwitzigen Honorar. Also wenn die Frau geht, das ist mein Niedergang. Also erstens glaube ich nicht, dass die das macht. Selbst wenn, Herr Seidel, Sie finden doch da bestimmt... Aber zu welchen Bedingungen? Das tragt die Firma doch nicht. Mein Lieber, das war wirklich eine brillante Idee mit der Renate. Vielen Dank. Es tut mir jetzt leid. Was soll man? Ja? Da wäre noch was. Da war vorher ein Anruf für Sie, der ist zufällig bei mir gelandet. Es geht da um Fenster für ein neues Klinikum. Um was für ein Klinikum, habe ich gesagt. Aber dann hat man mich aufgeklärt. Ich muss Ihnen da eine Erklärung geben. Herr Seidel. Na, Sie müssen mir gar nichts erklären. Die Sache ist klar. Sie bauen eine Fensterfabrik und im nächsten Jahr machen Sie mir Konkurrenz. Und bis es soweit ist, wollen Sie bei mir spionieren. Raimund, wissen Sie schon das Neueste? Ja, Sie gehen ja nach Kuwait. Meinen Sie, ich bin blöd? Aber der Seidel hat mir doch gerade erzählt... Dass der Aschlachan mir ein Angebot gemacht hat. Aber ich denke doch nicht im Traum daran, dass ich mich auf irgendwelche Scheiche einlasse. Ach so. Dem Seidel habe ich natürlich gesagt, dass ich gehe. Und wenn er mich halten will, dann muss er mir die 400 drauflegen, um die ich schon seit 2 Jahren kämpfe. Sie werden sehen, das funktioniert und das verdanke ich dann alles Ihnen. Ich werde hier gar nichts mehr sehen. Was heißt das? Ich bin nämlich gefeuert. Ja, und jetzt? Nix jetzt.
Ich hab mein Zeug gepackt und bin gegangen. Aber gelernt habe ich trotzdem was. Sowieso immer ein schlechtes Gefühl gehabt. Vor allem seitdem ich gemerkt habe, dass ich mich richtig aufbauen möchte fürs Geschäft. Der Seidel, das ist ja ganz was Neues. Ja, und jetzt fühlt er sich betrogen. Menschlich enttäuscht. So hat er sich jedenfalls ausgedrückt. Ah ja, du weißt, für was das gut ist. Dann jetzt wird es Zeit, dass du nach Paris fährst, oder? Lass mich bitte mit Paris im Frieden. Ich habe eh genügend Zeug am Hals. Das Haus, Seidel, Lena ist krank. Und Lena habe ich übrigens krank. Ich soll einen schönen Gruß sagen. Danke. Aber was ist jetzt mit Paris? Das ist doch eine gute Idee. Willst du loswerden oder was? Oder magst du mitfahren oder was? Ja, schlecht wäre es nicht, aber ich habe die Handwerker. Aber wenn ich mit dem Umzug fertig bin, zur Belohnung, wäre das nix. Du vergisst, dass dein Mann arbeitslos ist und deswegen gehe ich jetzt segeln. Was? Mitten in der Woche? Mitten in der Woche, an einem ganz normalen Arbeitstag. Das ist nämlich ein Luxus, den habe ich mir nie leisten können. Ja, ich hab gedacht, du hältst mir ein bisschen. Bei was? Na da, Steine aufsammeln. Elfi, ich konnte nicht gleichzeitig segeln und Steine aufsammeln. Wir haben ja ein Leben mitten unter der Woche, einem ganz normalen Arbeitstag. Na, Sommer. Ah, schau her. Sie haben sich ja meinen Namen gemerkt. Sommer ist leicht. Ein komplizierter Name hätte ich sicher vergessen. Zum Beispiel Asralach Khan. Ach, Asch, ach, ach. Asralach Khan ist doch ganz einfach. Türen für Kuwait. Ich verstehe nicht. Das ist der Mann, der schuld ist, dass ich jetzt hier bin. Das heißt eigentlich, weil ich ja nach Nordperdach gemusst habe, aber... Ich verstehe gar nicht. Und warum sind Sie hier, mitten in der Woche? Ich genieße den Tag. Perfekt. Ja, Wohnung ist sauber, in der Stadt die Luft ist schlecht und hier, ich kann in Ruhe lesen. Wenn man bedenkt, was sonst oft hier los ist. Am Freitag wird es ja zugehen. Was ist Freitag? Haben Sie den Anschlag nicht gesehen? Was für Anschlag? Großes Sommerfest, Grillparty mit Tanz, Musik. Hoffentlich regnet es nicht wie letztes Jahr. Da waren wir bis auf die Haut nass. ja, da Sie ja nicht alleine segeln können, ich fahre jetzt raus. Wollen Sie mitsegeln oder wollen Sie lieber lesen? Warte Sekunde. Frau Sommer? Herr Seidel, grüß Gott. Ist Ihr Mann da? Der Raimund ist nicht da, ne? Was geht's denn? Der Ferre kommen. Ja, sicher. Ich wollte mir ja immer schon Ihr Haus anschauen. Sie wissen doch, dass ich neugierig bin. Ja. Knollbegonien. Was? Da gehören nur Knollbegonien her. Ja, wieso? Sind billiger. Warum jetzt billiger? Da hat Knollen begonnen, haben sie im nächsten Jahr wieder Knollen. Das war alles, hab ich gar nicht gewusst. Das ist natürlich alles noch nicht fertig, aber schon langsam wird es schon. Und die Sitzecken da, die haben wir gestern gekriegt. Ja. War Ihr Mann schon zu Hause heute, tagsüber? Ja. Und hat er erzählt, was war? Mhm. Sie haben ihn rausgeschmissen. Vorübergehend. Was? Ich habe ihn vorübergehend rausgeschmissen. Was heißt vorübergehend? Nur vorübergehend. Ich bin eben ein Mensch, der es einsehen kann, wenn er einen Fehler gemacht hat. Und das war der Fall in diesem Fall. Ihr Mann hat auch einen Fehler gemacht. Aber der wird das wahrscheinlich nie einsehen. Sie wollen also sagen, dass der Raimund bei Rubeka weitermachen soll? Ja. Weil Sie eingesehen haben, dass Sie ihn brauchen? Dass Sie charmant sind, habe ich schon gewusst. Aber dass Sie außerdem Bescheid sind. Okay. Ja, ich bin mir natürlich völlig im Klaren darüber, dass der eine Übergangslösung ist und dass ich mich nach einem Ersatzmann umschauen muss. Sie meinen also, nach all dem, was war? Na, was war? No. Ich bin vielleicht ein bisschen jetzelig manchmal.
Eine weitere schlechte Eigenschaft von mir. Geizig, neugierig und jähzornig. Mein Lieber, da kommt ganz schön viel zusammen. Dafür kann ich aber auch unwahrscheinlich großzügig sein. Noch? Ich habe heute zum Beispiel einer Mitarbeiterin freiwillig das Gehalt erhöhen müssen. Der Renate? Meine Mutter hat zu mir immer gesagt, Bub, du musst einmal sehr aufpassen. Du bist zu gut für diese Welt. Er sprach mich an und sagte, Sie sind genau der Typ, den ich suche. Ich habe gelernt und gedacht, er sucht nur, wie sagt man? Eine Hasen. Ja, eine Hasen. Aber dann habe ich gemerkt, er ist wirklich Fotograf. Und ein sehr guter Fotograf. Aber unsere Bilder sind sehr schlecht geworden. Außerdem, ich habe keine schönen Hände. Wie Robert hat immer gesagt, du hast Wurstfinger. Okay. Aber immer, wenn er nach Paris kam, hat er telefoniert. Paris? Ja. Ein Jahr später, wir haben geheiratet und dann bin ich nach München gekommen. Nächste Woche muss ich vielleicht auch nach Paris. Urlaub? Aber nein, Sie würden nicht sagen, ich muss. Das ist richtig. Nein, ich muss beruflich nach Paris. Kennen Sie Paris? Na, überhaupt nicht. Sie werden sehen, Paris ist wunderschön. Paris, ich habe so viele Freunde. Und hier? Hier? Ja, haben Sie hier auch Freunde? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass das doch nicht so einfach ist in einem fremden Land. Obwohl Sie sprechen die Sprache ja wirklich, also. Hier, ich habe nur Robert. Er ist immer weg. Nadine? Ja. Morgen soll ich wieder für ihn arbeiten. Naja, der Seidel braucht dich. Und bis er Ersatz gefunden hat. Und dann habe ich ihm gleich gesagt, dass du nächste Woche nach Paris musst. Wieso muss ich? Ja, erstens einmal soll der Seidel ruhig wissen, dass du auch noch was anderes zu tun hast. Und dann ist es schließlich deine Werkstatt. Und du kannst ja den Heinz jetzt nicht hängen lassen. Ich kann doch kein Wort Französisch, außer Bonjour und Beaujolais. Da wird sich schon jemand finden, der da übersetzt. Du solltest den Lena mitnehmen. Ja, nach Paris? Er kann ja noch weniger Französisch wie ich. Ich denke, er spricht es in Zentimetern. Der Seidler hat gesagt, er kann dich höchstens eine Woche entbehren. Und der Einbau dauert bestimmt länger. Ich denke, der Lena ist krank. Aber doch nicht im Kopf. Also, ich soll mit nach Paris? Die Elfi hat das vorgeschlagen. Ich habe mir zuerst gedacht, wenn ich mir so richtig überlege. Meine weiteste Reise war bis nach Stuttgart. Wo wir die Maschinen angeschaut haben, Sie und ich. Ja, also, dann wird es nächste Zeit, dass ich mal rauskomme. Ich war auch noch nie in Paris. Ob Sie jetzt da herumsitzen oder in Paris? Herumsitzen ist gut. Schauen Sie. Das da ist mein Pensum für die Woche. Hab schon gesehen. Das ist ein richtiger Bücherwurm. Wurm ist gut. Wir sind alle Würmer. Zum Glück merken es die meisten nicht. Sie sind ja ein Philosoph. Der Sartre, der hat ein Buch geschrieben, wo wir schon von Paris reden, Die Wege der Freiheit, wo er zeigt, dass der Mensch, der zufällig in eine zufällige Welt gestoßen ist, in der alles lichtlos ist, dass dieser Mensch dadurch die Chance hat, in seine Freiheit zu kommen, dass er sich zu einem Tun entschließt. Oder zum Verzicht auf jedes Tun. Also, da komme ich jetzt nicht ganz mit. Aber ich komme mit. Nach Paris. Aber nicht, um dem Wagner zu helfen, sondern ihretwegen. Danke. Sagen Sie mal, Sie haben Sartre gelesen? Das sind ja Abgründe. Ja. Abgründe. Aber ich hab mich so wahnsinnig über mein Spiel geärgert. Fühlst du das? Ich hab mich nicht geärgert. Ach so, ja. Wie war's denn eigentlich bei dir? Ich hab auch eine Dame kennengelernt. Aber die ist noch nicht im mittleren Alter. Mach Sachen.
Nadine, Französin. Ihr Mann ist Deutscher. Dem gehört das tolle Boot, das mir sogar gefällt. Und Sie? Was meinst du? Ich meine, gefällt sie dir auch so gut? Also, man könnte nicht sagen, dass sie schier war. Du, gell, mach ja keinen Ärger. Ich glaube, ich fahre das nächste Mal doch lieber wieder mit. Es wäre vielleicht kein Fehler. Mhm. Hey, Zell! Ja? Wo ist der Sommer? Der sind die alle zwei Herr Seiler. Aber auch mehr in der Werkstatt als im Büro. Ja, ich wollte mir bloß die Sägestücke anschauen. Ich muss mit Ihnen reden. Ja? Es geht um die Fenstersteckverkuppe für Kobalt. Ja, ich bin ja mit der Renate die Kalkulation einmal durchgegangen. Ah, dann frage ich mich, was Sie sich bei der Position Remisch 4 vorgestellt haben. Wollen Sie mich ruinieren? Ja, im Gegenteil. Ja, deswegen habe ich ja so kalkuliert, dass uns bei Remisch 4 noch was bleibt. Aber wenn wir bei Remisch 4 noch was bleiben sollen, dann müssen Sie doch mindestens 2% draufschlagen. Aber Herr Seidel. Mindestens. Herr Seidel, die Kuwaiti sind doch keine Deppen, die haben doch jede Menge Vergleichsangebote. Die wissen doch ganz genau. Aber die Kuwaiti sind oriental. Und ein Orientale will handeln. Wenn der was zum Streichen findet, dann freut er sich. Und wir haben die Chance, dass der den wirklich dicken Hund und der. Römisch 9? Und der Römisch 9 glatt übersieht, so ist der nämlich. Wer ist der? Der hat einen unaussprechlichen Namen, er kommt heute nach München. Ich möchte, dass Sie ihn zum Essen führen. Anschließend gehen Sie mit ihm die Kalkulation durch. Die wird ihm natürlich zu hoch sein. Und wenn Sie ihm dann bei Römisch 4 ein bisschen entgegenkommen, hat der Mann die größte Freude. An der Kasse liegen 1000 Mark Spesengeld. 1000 Mark? Ja. Haben Sie im Lotto gewonnen? Na, aber Sie müssen den Mann doch gescheit ausführen. Anschließend mache ich dann den Abschluss. Ja, gingen Sie nicht mit, Herr Dumpt? Nein, nein, das wäre ganz unklug. Sie sollen den Mann ein bisschen aushorchen und mich dann informieren. Ich werde mir dann für morgen die entsprechende Taktik zurechtlegen. Ja, vielleicht wäre es auch noch ganz gut, wenn Sie Ihre Frau mitnehmen. Meine Frau? Ja, Ihre Frau schafft eine angenehme Atmosphäre. Die kann das, die hat Charme, ganz im Gegensatz zu mir. Was ich Sie fragen wollte. Ja? Wie geht's jetzt mit Ihnen und dem Herrn Lehner? Ja, schlecht. Das habe ich fast befürchtet. Von einem Jüngeren lasst er sich nichts sagen. Na ja, im Moment gibt's keine Reibungspunkte, weil er hat nämlich eine Sehnenscheidenentzündung. Ja, das weiß ich gar nicht. Da muss ich direkt mal besuchen. Ja, bei der Gelegenheit könnte man da rausfinden, ob das wirklich eine Entzündung ist. Wie meinen Sie das? Naja, er hat zwar einen Attest geschickt, aber also ich werde das Gefühl nicht los, das kommt ihm gerade recht. Dass der jetzt ausfällt. Wir wissen hinten und vorne, wie wir fertig werden sollen. Und dann noch das in Paris. Soll ich das halten vielleicht? Das wäre nett, danke. Sie meinen das Bräustüberl, gell? Aber Bräustüberl ist gut. Das sind 400 Plätze. Und nächste Woche soll der Einbau beginnen. Ich bräuchte einen Zwillingsbruder. Und dann einen Priester. Sommer? Elfelein, grüß dich. Ich wollte nur mal fragen, wie schaut's denn aus? Kommt er voran? Ja, das ist ein bisschen blöd, weißt du, weil ich kann ihm heute nicht helfen. Na, der Chef hat einen Auftrag für mich, jetzt muss ich einen Kunden ausführen. Und du sollst mitgehen. Das geht heute wirklich schlecht. Hast du gesagt, Kuwait? Für den in deinem Geschmack bin ich doch sowieso viel zu dünn. Ja, dann musst du ja noch umziehen. Dann schau halt, dass es nicht zu spät wird. Ich warte dann hier auf dich, ja? Ja, gut, ja, vierte, passe. Störe ich? Immer. Was gibt's denn? Ich habe eine Frage. Hätten Sie sowas wie ein kleines Schwarzes? Also. Klein ist bei mir überhaupt nichts. Ich habe 48. Worum geht's? Ich bräuchte jemanden, der verdammt mit mir zum Essen geht. Aha. Na, vielleicht fragst du mal eine Frau.
Die kann leider nicht. Weil wir bauen bei mir im Haus eine neue Sitzecke ein und das macht der Kollege von mir nach Feierabend und da muss jemand da sein. Da meine Frau sympathisch ist, schlage ich vor, dass morgen mit dir ausgehen. Ja, morgen ist sie ja nicht mehr da. Ja. Der Aschlachan, der Architekt, der in Kuwait das Verwaltungsgebäude baut, wo wir uns um die Fenster beworben haben. Und jetzt möchte der Chef, dass wir groß ausführen, die Elfi und ich, aber wie gesagt, sie hat keine Zeit. Und da soll ich jetzt mit? Mhm. Wir haben doch miteinander die Kalkulation gemacht. Und wenn dann die Rede aufs Geschäftliche kommt, dann... Außerdem haben wir 1000 Mark Spesengeld. Was? Geh, sag das noch einmal. 1000 Mark wird ausgespuckt. Gehen wir schön Abendessen und dann gehen wir vielleicht in eine Bar und so weiter. Und bei und so weiter denken Sie jetzt an mich? Auf seine Kosten gut essen gehen, ist das nichts. 1000 Mark. Aber wenn ich einmal Gehalt sagen will, dann... Ja, mei. Also, was ist? Sehr gut. Sie sind derzeit recht? Ja, wunderbar. Hier hatte ich was anderes. So sieht er wenigstens ein bisschen was von München. Herr Aslachan lässt sich übrigens entschuldigen. Er muss noch telefonieren. Dürfte ich den Herrschaften in der Zwischenzeit einen Aperitif vorschlagen? Wenn der in Gress sein Haar im Hut, das Telefon kommt dauern. Ich kriege ein Milchschick, bitte. Mit rum. Sehr gern. Und Sie? Ja, was nehme ich denn? Was meinen Sie, dass er trinkt? Alkohol. Haben Sie heute zufällig Kamelmilch? Wie bitte? Haben Sie ein Weißbier? Ja, selbstverständlich. Also dann kriege ich ein Weißbier und die Speisekarte. Sofort. Wir haben übrigens heute frische Trüffeln bekommen. Die stehen allerdings nicht auf der Speisekarte. Es wäre gut sein, weil ich vor kurzem habe mal gelesen, was ein Kilo Trüffel kostet. Sehr wohl. So, die muss ich jetzt einmal drauflegen. Die habe ich vielleicht selber gemacht, gell? Ach, Respekt. Das Haus war so teuer, dass ich das, was ich kann, mache ich selber. Das war ein bisschen schief, aber das sieht man nur, wenn man ganz genau hinschaut. So schaut doch gut aus. Jetzt kommt er, wo wir fast fertig sind.